Messe feiern, wie soll ich das, wie soll ich überhaupt Gemeinde kann man Gemeinden, doch. Wo du hingehen kannst, wir es haben gibt Gemeinden, denn die ersten Rese, lass mal Bruder Rese antworten. Lass wir mal haben zu denn die Bruder. ersten Christen, die das Abendmahl gefeiert? In der Gemeinschaft. Also, hast du jetzt doch die Antwort, die du brauchst. Ja, aber ich kann doch nicht einfach so mich mit ein paar Freunden treffen und dann das Brot teilen. Warum nicht? Die Bibel sagt doch. Ich habe auch nie gesagt, dass du dich mit deinen Kifferfreunden treffen sollst. Bruder Reza. Wann habe ich dir gesagt, du sollst mit deinen PlayStation Kifferfreunden dich treffen? Hast du das jetzt gesagt? Ich kiff doch gar nicht. Bruder Reza, wie nennt man dann die Leute, die im Glauben sind? Christen. Um dich herum. Genau. Was sind, ja, und was sind das für dich? Was sind sie für dich? Ja, Geschwister im Glauben. Ah, also nicht Freunde. Mit Geschwistern treffen, so wie damals die ersten Christen, und haben das Abendmahl gefeiert. Und wenn zwei, drei Geschwister über den Herrn sprechen, ist der Herr bei ihnen. Du musst nicht in der Kirche gehen, um irgendwas zu feiern. Ja, aber und was ist, wenn ich es mache? Nee, was? Hey, wenn ich mal was hatte. Ja, also willst du rebellieren wie der Teufel, wie der Widersacher. Nee, einfach so, mir egal, was Gott sagt. Ne, warte, wenn ich jetzt in der Kirche die Messe feiere, ist das dann eine Sünde oder was? Hab keine Gemeinschaft mit dem Finstern, weil ihr da ein Götzenopfer zu euch nehmt. Wie ein Götzenopfer, Opfer. Ja, da musst du die Sendschreiben lesen. Offenbarung 2 und 3. Götzenopfer essen. Das ist jetzt aber zu tief. Wenn ich jetzt da noch reingehe in der Tiefe, dann was, warum jetzt dieses, was die katholische Kirche jeden Sonntag macht, dass das Götzenopfer ist, was die Katholiken zu sich nehmen, da wirst du ja gar nichts mehr raffen. Du musst erstmal die Einfachheit. Also sagst du, die katholische Kirche ist zu 100% falsch? Natürlich, nicht zu 100%. Zu 1000%. Ja, aber was ist denn dann die wahre Kirche? Wir, Ekklesia sind wir. Ekklesia heißt Gemeinde und Kirche. Das ist ein Wort. Und wir sind die Gemeinde. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. 1. Petrus. Wir sind das geistliche Haus. Kapitel 2. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Also sehen wir, es gibt keine VIP-Priester, wir sind alle Priester, wer von neuem geboren ist. Wir sehen, wir sind das geistliche Haus, lebendige Steine. Und Petros heißt ja Petros, griechisch Stein. Bedeutet, er ist auch nur ein Stein. Der Fels ist natürlich der Jesus Christus. Ja, aber was bedeuten dann diese zwei Schlüssel, die Petrus bekommen hat? Welche Mama mia. Schlüssel? Du meinst, wo Matthäus 16 war das, glaube ich, wo Jesus mit Petrus geredet hat und gesagt hat, dass auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen? Ja. Wer ist der Fels? Lies mal Psalm 18, Vers 32. Psalm 18. Vers 32. Aber antworte erstmal, bevor du das liest. Wer ist der Fels? Was denkst du, laut Kirche? Petrus oder nicht? Die sagen du, Petrus ist der Fels. Ja, ja. Ja, jetzt liest mal Psalm 18, Vers 32. 34. 18, Vers 32. 32. Genau. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott? Genau. Also Fels ist natürlich der Jesus Christus, die Grundlage für alles. Ne? Genau, also kann nicht bei Petrus das Fels sein. 4. Ja, aber wieso sagt denn Jesus zu Petrus, dass er ein Fels ist? Nein, das sagt er nicht. Du musst doch lesen. Der sagt, auf diesen Felsen, auf der Grundlage, will ich meine Kirche, meine Gemeinde, Kirche und Gemeinde ist dasselbe Wort, Ekklesia, bauen. Und was sagt dann Petrus? 1. Petrus 2,5? Geist, lass auf lebendige Steine aufbauen. Wir sind die lebendigen Steine, wie Petrus auch. Petrus, Stein. Alle sind die Steine, ja. Fels genau. Heißt Petra. Ja. Und 1. Korinther 10, Vers 4 sagt uns das Wort Gottes genau, wer der Herr, also wer der Fels ist. 1. Korinther 10, Vers 4. Kann man ganz kurz lesen.
Schlägst du auf, 1. Korinther 10, Vers 4. Ja, warte. 1. Korinther 12. 10, 1. Korinther 10, Vers 4. Also, 10, Vers 4. Und alle tranken den gleichen geistgeschenkten Trank, den sie tranken aus dem geistgeschenkten Felsen, der mit ihnen zog, und dieser Fels war Christus. Ah, sehr gut. Siehst du, das steht sogar in deinem katholischen Bibel. Nicht Petrus war der Fels, sondern der Fels ist Gott selbst, nämlich Christus. Mein Lieber, ich habe damals eine Weltkatastrophe erkannt, wo ich die Bibel gelesen habe. Weil ich gemerkt habe, durch Bibellesen, dass die römisch-katholische Kirche nicht die Wahrheit ist. Deswegen ja, habe ich die Kirche verlassen, also die römisch-katholische Kirche, und folge nur den Herrn Jesus, mehr nicht. Nur die Bibel und den Herrn Jesus, was ist daran schlimm? Aber die Bibel gab es doch damals noch gar nicht. Die wurde ja von der Kirche der zusammengefügt. Der erste Kanon ist der Tanach, der Juden. Ja. Wo haben denn sonst die ganzen Juden denn gelesen? Wer hat denn den Kanon durch die Konzile zusammengefügt? Der Tanach ist der erste Kanon. Und da sind keine Apokryphen drin. Konzile zusammengefügt. Der Kanon bestand schon. Die Konzile haben nur bestimmte Lehren. Nicht, die Konzile waren nicht zur Erklärung des Kanons zuständig, sondern die Konzile waren immer zuständig für bestimmte Lehren innerhalb der Kirche. Da kamen sie zusammen. Ja. Mein Lieber, ich empfehle dir, na, lies die Bibel mit Ruhe, geh ins Gebet und sag: Herr, ich verstehe das alles nicht mehr. Ich habe heute von welchen Leuten gehört, dass doch die Kirche nicht die Wahrheit ist, also die römisch-katholische Kirche. Was ist die Wahrheit? Geh ins aufrichtige Gebet. Der Herr wird es dir zeigen. Vertrau auf den Herrn. Ja, okay, ich mach's. Sehr gut. So lernst du, Philipp, so lernst du. Das ist sehr gut. Wenn du Fragen hast, kannst du immer hochkommen und Fragen stellen. Ist ja kein Problem. Na? Okay. Einfach die Bibel lesen, dann wirst du von alleine drauf kommen, dass die Kirche was ganz anderes ist. Als das, was der Herr Jesus in der Bibel fordert. Von alleine wirst du drauf. Du musst einfach die Bibel schön akribisch lesen. Dann wirst du dahinter kommen. Dass das ein Betrug ist, diese Kirche. Ja, danke euch. Danke den Herrn, danke nicht uns. Wir sind nur Werkzeuge. Okay. Sehr gut, dann Philipp. Siehst du? Guck mal, Philipp, ich folge dir. Wenn was ist, schreib mich an. Alles gut, bei Fragen schreibe ich dir dann immer, okay? Sehr gut. Sehr gut. So lernst du, so soll es sein. Aber sei von neuem geboren, heute noch am besten, ne? Neuem geboren sein. Das macht man wie in Johannes 3, Vers 3. Ich sag dir jetzt vorab, wenn du Johannes 3, Vers 5 noch liest, und dann steht ja geschrieben, man muss ja von neuem geboren sein und dann mit Wasser und Geist. Ne? Dann denkst du, ach, das ist die Taufe. Nein, nein, Jesus hat mit Nikodemus geredet. Bedeutet, Alte Testament regeln, also die Juden regeln, der Tanach. Was war damals Wasser? Mit dem Ritualbad, mit dem Tempel zum Beispiel, bevor man in den Tempel reingegangen ist, hat man Ritualbad gemacht. Wasser diente zur Reinigung der Sünden. Und was reinigt uns heute? Galater 3 bitte lesen. Das Blut des Herrn Jesus Christus, ne? Weil wir in ihn reingetauft sind. Galater 5, also generell, lies einfach Galater. Ja. Und da sehen wir, das Blut des Herrn Jesus Christus reinigt uns. Wir haben jetzt doch einen neuen Bund. Nicht verwechseln mit Altem Testament, Neuen Testament. Ne? Das ist sehr wichtig. Und lass dich nicht verirren von anderen Katholiken. Prüfe selbst. Prüfe selbst. Prüf unsere Aussagen, prüf deren Aussagen. Prüfe. Lies. Durch Lesen habe ich erkannt, dass die römisch-katholische Kirche falsch ist. Ich bin zum Priester gegangen, der heute ein Kardinal ist. Und der hat mir ins Gesicht gesagt, für mich ist eine Welt kaputt gegangen. Ins Gesicht. Ja, steht nicht in der Bibel. Nicht mal Weihnachten steht in der Bibel. Ich sage ihm, wo steht Weihnachten? Ich sage, nee, gibt's nicht, nein. Ich so, und was ist mit Geburtstag von Jesus? Wo steht das? Also, dass wir seinen Geburtstag feiern sollen, seine Dings, ne? Steht nirgendwo. Jeden Tag feiern wir den Herrn Jesus, nicht ein bisschen, jeden Tag. Das ja, okay. Alles erfunden.
Alles erfunden. Denk dran, google doch mal nur der Ursprung von Weihnachten. Das war von den alten Ägyptern. Das war so Sonnengötter, weil das ist die Wintersonnenwende. Der 25. Dezember waren an andere Götzen gerichtet. Und die römisch-katholische Kirche hat den Heiden, die Menschen außerhalb Israel, gesagt, feiert diese Feste nicht. Und die wollten nicht hören, die wollten Feste feiern. Dann hat die römisch-katholische Kirche sich gedacht, mein Geld geht weg, machen wir es doch einfach. Du kannst das nachgucken und prüfen. Dann sagen die einfach, so, Weihnachten ist Jesus geboren, jetzt könnt ihr mitfeiern. Ja, die haben sich angepasst an den Götzen da draußen. Wintersonnenwende ist 25. Dezember. Eine Sonnengottverehrung. Okay, ja, danke. Dank den Herrn. Nur Super. noch, wenn ich ganz kurz was sagen darf, Bruder, zu Johannes 3, Vers 5. Wenn du da Wasser liest, da ist das geistliche Wasser gedacht. Das ist die geistliche Reinigung. Habe ich Verstehst du? ihn ja gesagt. Habe ich ihn schon Ah, gesagt, okay, Bruder, ne? dann habe ich das leider nicht gehört. Sorry, ich habe gedacht. Genau. Philipp, du kannst gerne mit Raphael schreiben, 1860. Guck mal, der hat geschrieben, Philipp, vertrau Pavlos, er hat mir auch die Augen darüber geöffnet. Nein, der hat immer die Syrien verfolgt. Der hat geprüft, der junge Mann. Der hat es immer geprüft. Das ist sehr schön. Wunderbar. Okay, Gott segne euch, Gott sieht Gott dass auch ihr segnen. wieder Wir runtergeht. beten für dich. Wir beten für Und dich. danke euch. Wunderbar. So, jetzt gibt es die Darmzerstörung. Diese Wendung Aber finde ich finde, ich sehr, sehr gut. schön, wenn am Ende die doch so ein bisschen zuhören, weißt du, und nicht irgendwie so immer auf stur schalten wie die Moslems, weißt du, wenn die auf stur Ja, schalten, egal was das du ist immer sagst. das Schöne. Das ist Das finde ich positiv. immer das Schöne. Von Ja. wieder, ja, das heißt ja mehrmals, wird das ja in der Schrift erwähnt, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen stellt er unter Gnade. Ja. Wenn du deinen Hochmut, deinen Stolz nicht beiseite tust und meinst, du bist der Heftigste und bist nicht bereit zu lernen, und wenn jemand dir die Wahrheit sagt und du die einfach dir die Augen verschließt, weil du deinen Hochmut und deinen Stolz retten willst, dann wirst du eben nicht unter Gnade gestellt. Da bist du verloren. Du musst dich demütigen vor Gott. Da sehen wir es. Ne? Seht ihr, und das ist das Gute. Wer wirklich suchend ist, der wird finden. Der Suchende findet. Nicht der Nicht-Suchende, der war suchend. Der hat mir ja öfters eine Einladung mal geschickt. Ich konnte es nur nie annehmen, aber jetzt konnte ich ja annehmen. Sehr gut. Und seht ihr, was der Herr Der alles Vater hat ihn gemacht hat. gezogen. Ja. Der hat ihn gezogen, ja. Der Der hat ihn Vater auf hat ihn jeden Fall stark gezogen. gezogen. Ja. Sehr, sehr Muss auch schön. hoffen, dass das alles gut Frucht bringt. Dann Der gerade an Samen so einem wurde Tag, gelegt. ne? An dem Tag, an dem der Herr Jesus auferstanden ist. Das ist Ja. eine gute Sache. Der Samen wurde gelegt. Jetzt müssen wir nur dafür beten, dass es auf gute Erde gelandet ist. Dann hat alles seine Richtigkeit. Ich hatte ja auch einen katholischen Freund, den ich dann halt auch so ein bisschen rangeführt habe an die Wahrheit. Und dann hat er irgendwann mal Zweifel bekommen und hat dann angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann kam der zu mir und meinte, Resa, jetzt habe ich die Bibel gelesen. Das kann doch nicht wahr sein. Die katholische Kirche hat mit der Bibel ja fast nichts zu tun. Das ist ja unglaublich, wir wurden alle betrogen, sagte zu mir. Weißt du, was der Kardinal gesagt hat? Einmal, das war so, das war ein Treffen von meinen Cousin und andere Cousins und Bekannte und einem Bruder im Glaube. Die haben sich mit dem Kardinal getroffen, in einen Tisch hingesetzt. Na? Weißt du, Ja. was der Kardinal gesagt hat? Weil man jetzt alle Bibel, das war eine richtige Debatte, aber die war nicht öffentlich, die war ja nur an diesem Tisch. Weißt du, was der Kardinal am Ende gesagt hat, indem man alles Bibelverse gezeigt hat? Der hat gesagt, was soll mit den 1,7 Milliarden oder 2 Milliarden Menschen denn sagen, dass die Kirche falsch liegt? Wir machen einen Weltzusammenbruch für die ganzen Menschen. Das hat er genauso gesagt. Dass Ja, wir, ich sollen wir höre, denen wie sagen, wir haben die verdorben der ist. angelogen? Das ist ja Wahnsinn. Wie verdorben der ist. Das heißt, der ist sich darüber bewusst, dass er eventuell 1,7 Milliarden Menschen in die Irre führt. Ja, genau. Nur Hauptsache, das Ding ist einfach nur friedlich und funktioniert weiter. Genau. So ein Gebäude, was auf Lügen gebaut ist, hält einfach Stand und wird nicht zusammenbrechen für ihn. Das ist dem nur wichtig. Aber ob die Und Leute sein Geld dann geht weg. Seine 10, 11.000 Euro im untergehen, Monat. Das war auch noch wichtig. 10.000 Euro, musst du mal überlegen. Da musst du dir mal geben.
Der hat Zeit ohne Ende, liest die Bibel gar nicht und der kriegt 10.000 dafür, dass er Länder noch ein bisschen bereist von der römisch-katholischen Staatskasse und dann ja. Unglaublich. Ja, das ist die Welt des Teufels. Ne? Der wird ganz bestimmt nicht einen Wiedergeborenen da an die Macht bringen, da irgendwo so, dass er dann auf einmal die Lehre der katholischen Kirche und so weiter offenlegt, die Ehelehren, sodass die Leute auf einmal anfangen zu zweifeln. So wird er das bestimmt nicht machen. Die Macht bleibt immer in den Händen des Satans und er setzt eben seine eigenen Leute ein, damit das System auch schön so weitergeht wie bis jetzt. Und damit keiner sein System, was er aufgebaut hat, seit Jahrtausenden ankratzen kann. So. Albulen. Gottes Segen. Alles klar. Ja, haben die Jesus gut. Wie geht's dir? Es ist kalt. Okay, was liegt auf den Herzen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Gerade vorhin, 10.000 Euro für ein Gebäude, was? Nein, nein, das war keine Frage. Nein, nein, das war keine Frage. Was liegt dir auf den Herzen? Das war jetzt ein Gespräch unter uns. Ah, okay. Das war keine Frage, das kannst du alles vergessen. Das war römisch-katholische Kirche. Oder bist du Katholik? Ich bin nichts davon. Du bist Muslim, ne? Auch nicht. Was bist du denn? Ich glaube nur das, was ich sehe. Siehst du dein Gehirn? Nein. Ja, hast du ein Gehirn? Im Computer, bei Doktor, ja. Nein, nein, nein. Hast du dein Gehirn gesehen? Nein. Ja, also hast du kein Gehirn, laut deiner Aussage. Siehst du? Deswegen hat das keinen Sinn, was du sagst. Jetzt müssen wir um Wesentliche reden, ja? Okay. So. Ich bin ein Doktor. Du kannst ruhig bei Dr. Abu Pavlos kommen. Na, ich bin gerne für die Kranken ein Arzt. Und dann müssen wir jetzt prüfen. Also glaubst du daran, dass aus dem Nichts was entsteht? Wir sind nur Mikroben. Fangen wir mit den Urknall an. Den Urknall. Ja, der ich denke auch. Ein so, Mikrob ist. Was hast du gesagt? Er ist ein Mikrob. Hör auf. Am besten ist, fragen wir, was er glaubt. Das ist, glaube ich, das Beste, bevor wir uns daran. Was glaubst du? Ein 80 Kilogramm Mikrob. Ja, ich glaube nur an das. Ich glaube, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch, das glaube ich. Ein Mensch oder Mikrob? Du hast jetzt gesagt, Mikrob, du bist ein Mikrob. Die Frage ist, glaubst du an einen Gott? Nö. Wie bitte, glaubst du an einen Gott, einen Schöpfer? Glaubst du an sowas? Nö. Dann fangen wir an mit den Urknall. Wir machen genau. mit der Quelle. Der Urknall. Davor. Was war davor? Ich weiß nicht. Nein, nichts. Man sagt ja, aus dem Nichts entsteht was. Wie kann aus dem Nichts was entstehen? Ich stelle dir die Frage anders, dass du mich verstehst. 0 plus 0, ist das gleich 1 oder gleich 0? Das macht E. Wie bitte? Das macht E. Mathematik E. Wie E? 0 plus 0 macht E. Nein, E ist eine Konstante und hat 0,26, bla bla bla, was weiß ich was. Das ist eine Konstante. 0 plus 0. Und was anderes? Mathematik auf Mathematik ist E, kommt es raus. Der meint es ernst. 0 plus 0. Was? Ich frage anders. Ich frage anders. Mathematik nee, warte. Nichts plus nichts. Das ist ein bisschen anders als bei normalen. Ach so. Nichts plus nichts. Was entsteht dann? Ja, nichts. Ja, siehst du, jetzt hast du schlau gehandelt. Jetzt hast du schlau gedacht. Siehst du? Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann findet man das heraus. Also ja. Nichts. Okay. Wie kann aus dem Nichts aber was entstehen? Oder gibt es Zauberei, dass immer was existiert hat? Ja, okay, aber schau mal. Okay, wenn ein Gott gibt, ja, okay. Wir sagen so, siehst du? Warum die ganze Kriege? Warum... Warte, da können wir gleich gehen. Da können wir auch gleich gehen. Kriege sind Menschenschuld. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Aus dem Nichts entsteht nichts. Also ist die Urknalltheorie schon mal verworfen. Also muss es doch jemanden geben, der mächtig genug ist, um alles zu erschaffen. Der immer da ist, außerhalb von Raum und Zeit, richtig? Ja. Siehst du? Jetzt fängst du an, richtig intelligent nachzudenken. Das ist sehr schön. Also, dann bedeutet das, da muss es ja jemand geben, das ist ja zugegeben. Das heißt, wir haben jetzt doch einen Gott. Also hat der Atheismus jetzt keinen Sinn. Warte, jetzt nicht schwach werden. Du hast es gerade gesagt, es gibt was.
Weil anders geht das doch nicht. Ja, aber nicht gerade indirekt. Wenig Interesse denn? So psychologisch und Wie psychologisch. ja, aber Was ist wie glaubst du, psychologisch? ist die Welt entstanden ist? Wie glaubst du, ist die Welt entstanden? Was glaubst du, wie die Welt entstanden ist? Weiß es nicht. Du weißt es nicht. Du weißt nicht, wie die Welt entstanden ist. Also du lebst auf einem Planeten und du weißt nicht, wie diese Planete entstanden ist. Das weißt du nicht. Ich weiß nicht mal ich, wie ich hier stand. Du bist Meine entstanden, als du geboren bist. Du bist entstanden durch einen Akt zwischen deiner Mutter und deinem Vater und du bist dann geboren und jetzt, ich weiß nicht, wie alt du bist. Das waren so und so viele Jahre und dann bist du geboren. Aber wie ist diese Erde entstanden? Was meinst du, wie diese Erde entstanden ist? Meinst du, die war schon immer da? Hat jemand gemacht? Ist ein Blitz gekommen und die war plötzlich da? Oder wie meinst du, ist diese Erde entstanden? Ich weiß Hast du nur schon mal eine Sache. Gedanken darüber gemacht? Nein, habe ich eigentlich gar nicht Gedanken drüber gemacht. Ich habe nur Gedanken drüber gemacht, wie soll ich mein Leben machen, arbeiten, Familie gründen und ja, wenn ich tot bin, bist du Und was tot. meinst du, was passiert? Und was meinst du, was passiert, wenn du dein Leben hier gelebt hast und du tot bist? Was passiert dann mit dir? Ja, nichts ist vorbei. Auf Wiedersehen. Wir machen das anders. Al-Bulen, Al-Bulen. Wenn es doch keinen Gott gibt und du tot bist, ist nichts. Wenn es aber einen Gott gibt und du nicht dran glaubst, bist du in die Hölle. Wenn es aber einen Gott nicht gibt und ich glaube an Gott und ich sterbe, ist nichts. Wenn es aber einen Gott gibt und ich glaube, bin ich gerettet. Also mit Glaube gewinnt man. Du kannst doch nur gewinnen. Willst du nicht zu der Gewinnerseite oder willst du zur Verliererseite? Ich gehöre nicht zu den Verlierern und nicht bei den Gewinnern, weil ich bin ja Punkt. Bruder Reza, sag du bitte was dazu. Achso, Bruder Reza ist nicht da. Dann machen wir es anders. Guck mal, mein Bester. Frag mal anders. Was siehst du? Guck mal, wenn du doch in den Spiegel schaust, was siehst du? Ein Spiegel. Willst mich jetzt? Was siehst du, wenn du in den Spiegel reinschaust? Du sagst mir, was ist ein Spiegel? Ich sage dir, ich sehe einen Spiegel, wo ich sehe, einen Spiegel sehe, wo ich einen Spiegel drauf sehe. Spiegel spiegelt sich doch was. Was spiegelt sich denn? Dein Gesicht oder nicht? Ja. Ah, okay. Anhand der Schöpfung erkennst du einen Schöpfer. Langsam, ich verstehe nichts. Anhand einer Existenz erkennst du jemanden, der alles existieren lässt. Pass auf, Bruder, darf ich, Bruder? Darf ich? Ja, Pass bitte. auf. Was der Bruder Pablos meint, ist, wenn wir rausgucken, okay? Wir atmen Luft und wir geben Kohlendioxid aus. Die Pflanzen sind da. Wir nehmen diesen Kohlendioxid auf und tun Sauerstoff raus. Es regnet. Wasser verdampft, es geht hoch, es regnet ab. Also alles hat irgendwie einen Kreislauf. Verstehst du? Weil die Alles Erde hat hat. irgendwie einen Sinn. Alles hat irgendwie einen Sinn. Der Mensch braucht Luft zum Atmen und die Luft ist da. Wer macht das? Die Pflanzen. Verstehst du? Alles ist untereinander, passt alles zusammen. Das muss sich jemand erdacht haben. Verstehst du? Das muss jemand Wir geschaffen müssen das noch haben anders machen. Wir für machen das diese noch Menschen. besser. Wir sehen doch die Erde, ne? So, die Planeten. Wenn die Erde nur ein Zentimeter näher ist bei der Sonne als gedacht, so würden wir Okay. verbrennen und es würde kein Leben entstehen. Wäre die Erde ein Zentimeter zurück als gedacht, so wäre es zu kalt und kein Leben würde entstehen. Genau perfekt ist die Erde maßgeblich gemacht. Wir finden keinen zweiten Planeten, der die Erde gleicht mit zweiten Lebewesen. Wir sind einzigartig und besonders. Warte. Einzigartig und besonders. Wir sehen, alles hat seine Richtigkeit. Die Physik, alles so perfekt, so manifestiert. Wir sehen Menschen durch die Bakterien, das, was entstanden ist. Perfekt, maßgeblich. Selbst die Wissenschaftler hat es rausgefunden durch Genen. Na? Die haben rausgefunden durch das Y-Gen und das X-Gen. X-Gen ist, glaube ich, Frau-Gen und Y-Gen ist, glaube ich, Männer-Gen, wenn ich jetzt nicht täusche. Dann haben die rausgefunden, nur das Frauen-Gen genommen und zurückgemacht. Wir entstehen, also die ganze Menschheit besteht aus einem einzigen Menschen. Das haben die 19. Jahrhundert rausgefunden. Dann war das ein großer Bericht. 19. Jahrhundert haben die es rausgefunden. Da war wir entstehen alle aus einem Menschen. Ja, wie kann ein Mensch eine ganze Menschheit machen? Das geht doch gar nicht. Die kann sich ja nicht selbst schwängern.
Ja, aber wie lange, was glaubst du dann wohl, wie lange dann diese Denk Erde doch nach, existiert? denk doch nach. Wenn du im Dschungel bist, wie lange überlebst du? Nicht mehr lang. Und das wäre jetzt Ja. eine Frau, wo es keine Technik, nichts gab. Ein reinster Dschungel. Eine ganze Menschheit machen, oder wie? Wie soll das funktionieren? Ohne Medizin, ohne nichts. Die wussten noch nicht mal, was ein Schnüpferchen ist. Was? Die wissen noch nicht mal, was ein Schnüpferchen ist. Ein Schnupfen. Ah, Vielleicht wäre die okay. gestorben sogar nach einem Schnüpfchen. Wie ist das entstanden? Wie kann das denn sein, dass sie alle Dinger perfekt machen konnten, ohne Probleme, dass die Menschheit ausstirbt? Wenn wir Stadtkinder einmal im Dschungel sind, wir werden alle sterben. Ja, nur ich habe Ahnung, wie wir überleben. Okay, dann Ja, warte wie soll mal. das gehen? Medizin Warte, vor, warte, warte. warte. Die Evolutionstheorie beruht sich auf 8 Millionen Jahre zurück. Vor 8 Millionen Jahren soll dann also ein Mensch geben, der die Menschheit gemacht hat. Wie soll das denn gehen? Ohne Zauberei. Das musst du jetzt mal erklären. Wie soll das denn gehen? Kein Wissenschaftler kann es erklären. Es war einfach so, ist ein Fakt. Glaubst du wirklich daran, nach dem Tod gibt es ein Leben? Ja, Natürlich. 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 Glaubst du wirklich, du bist nur eine Maschine aus Fleisch und Blut? Ja. Ja, meinst du nicht? Warum? Du stirbst, Ja. kommst unter den Ja, aber Boden, die Würmer essen dich und dann bist du fertig. das ist Geschichte. dein Fleisch. Das ist dein Körper. Dein Körper, das stimmt, ja. Der wird hier gefressen von Würmern, wird zu Staub und ja, ist halt hier auf Erde. Aber was passiert mit deinem Geist und deiner Seele? Meinst du, du hast keinen Geist und keine Seele? Ich glaube nicht. Du hoffst nicht. Du hoffst nicht. Hast du schon mal tote Menschen gesehen? Hast du schon mal einen Toten gesehen? Ja. Und fandest du, das sah aus noch wie ein Mensch oder wie eine Puppe? Oh, nee, wie eine Puppe. Wie eine Puppe, weil er leer war. Der hatte keine Seele und kein Geist mehr. Das sieht man. Man erkennt Nein. einen Toten, erkennt, er ist einfach leer. Weil der Geist und die Seele nicht mehr da sind. Wir sind nicht nur Fleisch. Wir haben auch Emotionen. Wir haben ein Herz. Wir spüren Sachen. Und das ist nicht nur Körper. Das ist nicht nur Gehirn. Weil ich Okay. arbeite, ich arbeite in einem Krankenhaus und ich habe viel da. Ich arbeite, wie nennt man das nochmal? Pfleger. Reanimation. Wo man Sachen kaputt gehen im Krankenhaus, dann bist du Leichen. der Ach so, Hausmeister. Hausmeister. Ja. Ach, Hausmeister, ach so. Und ich müsste öfters da in diesen Leichenhalle reingehen und die Leichen da rausholen und diesen Kanister da, wo drin ist, was geklemmt hat, reparieren. Und für mich waren Tode Aber sind da, tot kalt. Bruder Reza, bist du aber da? da muss Okay, der ist immer nicht da. aber da muss ja Bruder dann Reza dachte ist ich in Hunden dann raus. dachte ich mir so, Aber okay, nein, in der Medizin kennen wir halt den Begriff Psychosomatik. Ne? Psychos, griechisch, heißt ja Seele. Soma, eben der Körper. Das heißt, es ist ein Bereich innerhalb der Medizin, die besagt, dass die Psyche des Menschen Einfluss hat auf seinen Körper. Das heißt, wenn er sich schlecht fühlt, dann wird das Einfluss haben auf seinen Körper und er wird auch körperlich krank. Das ist nicht rein Körper, sondern das ist ein Einfluss von seiner Psyche her. Und Psychos, das Wort heißt Seele. Also der Mensch ist nicht rein Körper wie eine Maschine, sondern er hat auch noch einen anderen Körper in sich. Und die sind beide voneinander zu trennen. Ja, dann ist Psychosomatik, einfach googeln. okay, schau mal, wenn wirklich an Gott geben würde, warum lässt Gott dann die Menschen sich abschlachten? Wieso? Das ist nicht Was Gott, ist? das sind wir. Das sind wir. Das sind Ja, wir, wir aber haben den freien Willen dazu. Das sind wir, wo wieso, uns aber von den wieso, Teufeln wieso, dazu aber wie? verleiten lassen. Ja, okay, ihr sagt, Weil es der gibt Herr, Gott. pass auf, Ja, weil der weil Herr, der dieser Mensch Welt. auch nicht nur durch Altersschwäche sterben muss, sondern auch durch Unfall, durch Mord, durch Krieg. Der Herr hat für den Abgang des Menschen, also für den Tod des Menschen, verschiedene Todesursachen festgelegt. Ne? Durch alle möglichen Ursachen. Und der Krieg gehört mit dazu. So beendet der Herr auch das Leben von Menschen, nicht nur durch Krankheit, durch Unfall, durch Haiangriff, durch Mord oder durch Altersschwäche. Gott hat für alle einen bestimmten Alter festgelegt, ne? Und eine Todesart. Und der Herr weiß auch deine Todesart und den Zeitpunkt.
Ja, Es kann sein, dass du noch ermordet wirst. wieso? Es kann sein, dass du noch ermordet wirst in der nächsten Woche. Ne? Mich Okay. kann dann sein, dass du noch, wenn du 95 Jahre alt wärst und ganz friedlich im Bett sterbst. Und das weiß man nicht, das weiß nur Gott. Aber er hat Da das muss noch, festgelegt für dich. dann muss, dann muss ich, dann muss ich noch schnell eine Bank überfallen, bevor ich sterbe. Ja, Ja, natürlich, wenn du wenn jetzt das macht eine Bank überfällst warte. und direkt danach einen Herzinfarkt bekommst, dann war das natürlich sehr intelligent, die Bank zu überfallen. Da hast du viel von gehabt. Weil ich kenne viele Leute, sie haben sowas gemacht. Sie sagten so, okay, ich habe nicht viel Zeit. Der Doktor sagt mir, ich habe vielleicht noch 2, 3 Tage noch Leben. Komm, ich mache diese Sache. Ich habe Aber sowieso das nichts zu weißt du ja verlieren. nicht. Nein, das weißt du eben nicht. Wie viele Doktoren sagen zu bestimmten Menschen, du hast noch 6 Monate und die leben nach 10 Jahren immer noch. Gott bestimmt, wann derjenige stirbt, nicht der Doktor. Ja, aber wieso lässt Gott das zu überhaupt? Ja, willst du ewig hier leben oder was? Du musst ja sterben eines Tages, ob durch Krieg oder durch Hunger oder durch Mord oder durch Altersschwäche, irgendeine Form von Tod wirst du bekommen. Aber Es was ist ist egal, das ob für? durch Krieg oder durch Mord oder durch Altersschwäche. Aber Du was ist musst das für ein? sterben. Ja, aber was ist das für ein Gott? Er lässt dich leben, er Was ist lässt das für ein dich Gott? qual sterben, aber Ganz lässt kurz dich nicht im einreden, 2 Minuten, Paradies. dann bin ich weg. Nur, dass ich Yusuf? ihm das kurz erklären kann, so aus meiner Sicht. Ja, Wenn es okay muss kurz ist. weg. Er fragt ja die ganze Zeit, was ist das für ein Gott, der das zulässt? Würde Gott das nicht zulassen, könnte man ja gar nicht über uns richten. Das heißt, also bei uns ist das so, dass Allah von Anfang an schon wusste, wer in die Hölle und wer in den Himmel kommt. Aber damit wir keine Ausreden haben, weil er hätte uns einfach alle dahin schmeißen können, wo wir hinkommen. Und dann hätten wir alle gesagt, ja, aber Allah oder ja, aber Gott, wir haben gar nicht gelebt. Du hast uns nie die Möglichkeit gegeben, uns zu zeigen, wer wir sind, was wir für Taten machen würden. Und damit wir nicht mit der Ausrede kommen, hat er uns auf die Erde geschickt. Und jetzt können wir unsere Taten zeigen. Und dann, wenn wir in die Hölle oder Himmel kommen, können wir nicht mehr damit kommen und sagen, hey, wir haben ja gar nie gelebt. Deswegen lässt er es zu. Damit du Yusuf, Yusuf, selbst no, Yusuf, Yusuf, das mal, wenn ich dich unterbreche. Kannst du siehst. das wiederholen, was du gerade gesagt hast? Ja, von Danke. Anfang oder was? Ja. Wieso hat jemand nicht verstanden oder wieso soll ich das wiederholen? Nee, ich habe die Frage nicht verstanden. Ah, nee, weil nicht, zwar keine Frage, es war eine Antwort auf den auf diesen Ja, ich bin das. Albulin. Aha, Aishib Ja. Kann ich es ihm kurz auf Albanisch erklären, dann versteht er es vielleicht besser? Ja, Ist was? das okay, Also, Kinder? bitte nach Also, mach ruhig. Allah kunaka kriu e Mach kri ruhig. kushin jannat al jannam. Por me na Hallo. paktut neve pe fillimit në xhenet ose në xhenem, kishum thona, po pse kina hi këtu na kur s'kina jetu, edhe nësë s'ki pas arsye me nashti unë e kisha bo vepra të mira, unë e isha ka njeri mirë, e Oh, por me Jusuf, mujtë në më më dhe falë, dhe të akseptame, mbrej vërë qëta shpjole, më falë. Më por rëtë da. vërë thamë, më falë, unë jam musliman, jam, po i di fort mirë, i di, po vesh këta pishti në pytja, kopton, o di mirë, Ah, di s'ka vetëm. thatë, a Ani, kopton. ich bin kurz gebrochen, da muss da vrein, Adin. Und so Bravo. ist das nachher, Bruder, okay? Hast du verstanden vielleicht? Okay. So, Olaf. ja, Bruder Sifo? Quello sicuro non è ateista. Non è ateo. Non è ateo. Al Aspe. 100% non è ateo, comba. Al 100% non è ateo, comba. Aspe, scrivetemi. Non capisce tutto italiano. Scrive. Dings, was ich jetzt sagen wollte. Also, Albulen, ne? Ja. Wenn, hast du noch eine Frage oder weil dann tue ich den nächsten hoch und dann kann ich auch Nein, mit Yusuf mach reden. eine andere. Danke für das Gespräch, ne? Und lass eine andere. Vielleicht ist einer besser als ich. Nicht jeder, jemand ist besser oder sonstiges, sondern such einfach, ne? Und du wirst finden, weil es gibt definitiv einen Gott, aber es gibt nur eine Wahrheit. Das ist der Herr Jesus Christus, mein Lieber. Und der Jesus Christus ist für dich gestorben. Wenn du im Paradies sein möchtest, musst du von neuem geboren sein und den Herrn Jesus Christus voll und ganz annehmen. Fang an, die Bibel zu lesen. Die kriegst du kostenlos überall. Du kannst sie auch online, ne, in Bibel-App einfach Bruder, einschreiben. ich habe keine Zeit für sowas. Ich muss täglich arbeiten. Ich habe einfach Kopfschmerzen von Arbeit. Ich arbeite Ich jeden habe Tag. nicht mal Ich Zeit. arbeite jeden Tag, mache auch Überstunden. Warte, ich arbeite jeden Tag. Ich mache auch Überstunden,
Und ich habe sogar Zeit, die Bibel zu lesen. Ich habe sogar Zeit, auf der Straße zu gehen, das Wort Gottes zu predigen. Ich habe Zeit, hier online das Wort Gottes zu predigen. Ich habe Zeit. Guck mal, Zeit ist relativ. Du musst dir die Zeit schaffen. Deine Komm Priorität mal, zu Bruder, lesen ist Bruder einfach nur Hammer, weg. ich sag dir, Bruder Hammer, ganz kurz, ganz kurz. Ich habe mich nie mit Religion beschäftigt. Ich weiß nicht, was der Islamtum ist. Ich weiß nicht, was Christentum ist. Ich weiß nicht, was eine Kirche oder was eine Bibel oder was ein Koran ist. Dann sage ich dir Ich kurz weiß die Bibel. Dann sage ich dir kurz die Bibel. Die Bibel ist das einzig wahre Buch. Es ist der Tanach der Juden und der Christen, ne, mit dem Neuen Testament. Das ist ein Buch. Und die Bibel zeigt und sagt, dass es nur einen Weg gibt, ins Paradies zu gehen. Mit dem Herrn Jesus Christus, Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus ist Gott. Vater Gott, Sohn Gott, Heiliger Geist Gott. Die drei sind aber ein Wesen. Gott repräsentiert sich nur in drei. Aber ein Wesen, also ein Gott. Der Jesus Christus ist für dich gestorben, damit du an seine Gnade Gebrauch machen kannst, damit du befreit bist. Jemand hat deine Sünden bezahlt, die du getan hast. Du hättest selber zahlen sollen, aber er hat für dich bezahlt. Ich empfehle dir, lies die Bibel heute noch, geh ins Gebet heute noch und sag Gott, wenn es dich gibt, so zeig es mir. Offenbare dich mir. Was ist die Wahrheit? Was ist der Sinn des Lebens? Ich Mit diesem werde nicht. Gebet wirst du die Wahrheit erkennen, wenn es ein ernst gemeintes Gebet ist. Ich werde mich über das informieren. Ich lese viel. Ich liebe Lesen und ich lese viel. Das ist für mich kein Problem. Ich werde es mir mal schauen, wo ich das bekomme und dann werde ich mal das Bibel-App. durchlesen. Schreib in Google rein. Schreib in Google rein. Einfach Bibel-App. Nee, ich finde lieber, man holt ein Buch und man liest es mit Ja, der Hand. natürlich. Das ist, kannst du ja machen. Na, dann schreib einfach in Amazon Schlachter 2000 2000. Bibel. Nein, ich habe hier neben mein Haus ist auch eine Kirche hier. Ja, die haben aber Hier gibt er diese keine Bibel. Bibel umsonst. Keine Sorge, Das, die bestellen Sie Kirche lieber im ist nicht die Internet. Wahrheit. Es gibt viele Lügner. Du kennst doch bestimmt, guck mal, Bulan, als Bitte? Beispiel. Es gibt immer Menschen, die haben das Original und dann gibt es so Kopien, so Fake-Menschen. Ne? So, Ja, die kopieren aber alles und verfälschen. Die sind nicht die Wahrheit. Google einfach Amazon, Schlachter 2000 Bibel, da hast du die Bibel. Weil die Kirche hat nicht die echte Bibel. Also die haben einfach eine komplette Verfälschung draus gemacht. Die okay. echte Bibel, die hatten schon echte Christen schon geprüft. Ne, die beste deutsche Übersetzung, die wir in Deutschland haben, ist Schlachter 2000 Elberfelder. Das ist die beste Übersetzung von Originaltext auf Deutsch. Ja, aber was ist hier zum Beispiel? Ich gehe in eine große Kirche. Ja, die Kirche retten dich nicht. Wir sind die Kirche. Die Kirche, weil das Wort Ekklesia heißt Gemeinde und Kirche ist dasselbe Wort. Und wir Menschen sind das. Okay. Das liest die Bibel. Also hol dir die Bibel. Ich habe Kosten, da schreib mal noch eine rein. Frage danach. Kostenlos, warte, kostenlosbibel.de. Da kriegst du die kostenlos. Okay. Darf ich noch was sagen, ganz kurz dazu? Ja, Olli? Auch zu Albulen, mein Lieber. Und wenn du wirklich wissen möchtest, ob es Gott gibt, dann frag bitte auch nach ihm. Aus tiefstem Herzen, frag mal Gott, ob es ihn gibt. Ja, denn in der Bibel steht auch, wer nach mir sucht, von dem lasse ich mich finden. Und genauso bin ich auch aus meinem Atheismus rausgekommen. Und was du angesprochen hast, von wegen, ich arbeite so viel und dies und das, da haben viele Menschen heutzutage das Problem. Der Satan arbeitet so, dass der Mensch andauernd abgelenkt ist, ja. Nach der Arbeit gibt es dann abends schön DSDS. Danach, wenn das vorbei ist, gibt es Dschungelcamp. Wenn das vorbei ist, gibt es Supertalent. Dann kommt WM, EM, damit der Mensch andauernd beschäftigt ist. Der Satan möchte nicht, dass du dich hinsetzt und dir Gedanken machst um deine Ewigkeit. Der Satan möchte, dass du abgelenkt bist. Von morgens, wenn du aufstehst, bis abends, wenn du schlafen gehst. So arbeitet der Satan. Frag Ja, Gott aber einfach. ja, guck mal schon mal, wenn ich immer arbeite, immer an diesen Leichenhallen, es ist eine große Kammer, ist das. Wir sagen zum Beispiel, der Kammer ist so wie eine Garage, wo viele Autos drin sind. So viele Leichen sind da drin. Und dann kommt immer die Gedanken, so sagt, kommt irgendwas in den Kopf rein, sagt das mir so, siehst du, das ist das Leben, du stirbst und es ist fertig für dich.
Ja, das ist das Leben halt nicht. Das will der Satan nicht das denken lassen. Deswegen setz dich hin, frag nach Gott, liest die Bibel. Und ja. Ja, ich werde das schon machen. Ich habe kurz eine Frage, wenn ich darf. Okay, hey, danke. Ich wünsche euch noch und ich wünsche euch dann auch eine gute Nacht, weil gute ich Nacht, Gottes Segen, ja, schlafen werde, wenn ich muss auch morgen früh aufstehen, schon um 3 Uhr muss ich da sein. Alles klar, Gottes Segen, gute Nacht. Danke, du auch, tschüss. Danke, ciao. So, Yusuf. Guter Reza, bist du da? Der ist schon am Schlaf. Yusuf, hörst du mich oder hört ihr mich überhaupt? Ja, wir hören dich. Okay. Warte, was schreibt einer? Bruder Danny ist live. Ja, perfekt. Dann lasst alle bei Bruder Danny einmal reingehen. Dann können wir das Gespräch da fortsetzen. Na? Alle bei Danny's live gehen. Ja, wie findet ihr Danny? Guck mal, folgt mir alle. Weil, denke ich, ja bei denen rein und dann seht ihr, ich bin live und dann könnt ihr alle da rein. Na, und dann sind da mehr Zuschauer und dann können wir das Wort Gottes da weiter verbreiten und das Gespräch fortsetzen. Alle bei Bruder Danny reinkommen, meine Lieben. Alle folgen, dann seht ihr, dass ich live bin, weil ich bei denen reingehe. Na, alle folgen, meine Lieben. Bis gleich. Gottes Segen, Bruder Reza. Bruder Reza kommt gleich. Ja. Ja gut, Leute, wir fangen an, Video Nummer 1. Ich werde jetzt Video Nummer 1 einblenden und euch die Augen öffnen, was die Stars hinter den Kulissen machen. Was ich euch zeigen werde, ist sehr brutal. Ich werde versuchen, nicht so heftige Sachen zu zeigen. Liked einfach den Stream, teilt den Stream. Es kann auch sein, dass ich jetzt jederzeit dafür gesperrt werde. Ich nehme das aber auch in Kauf. Wir fangen einfach mal mit Video 1 an und ich zeige euch auch, dass die Stars dämonisch besessen sind. So. So, Leute, ich will auch nicht so viele Leute hochholen. Ich hole Leute, die 1 sind, dann hoch. Also, Leute, ich auch gerne Fragen danach stellen. So, wir fangen jetzt erstmal mit Video Nummer 1 an. So, Leute, hört euch das selber an. Ich mach's einmal laut. Also hier, bitte teilt auch den Stream und ich beweise euch, dass diese ganzen Deutschrapper-Stars alle SIX haben mit Boys, mit kleinen Kindern, Blut trinken und Satan anbeten. Wir gucken uns jetzt erstmal rote die Stars Farbe trinken, rote Farbe. So musst du reden, rote Farbe. Also bei Rihanna, die haben ein Interview mit Rihanna geführt und dann haben sie gefragt, wieso hältst du dein Auge über, also warum hältst du deine Hand über den Auge? Das ist die Ein-Auge-Geste, was ich euch immer wieder auch in den Videos erkläre, zeige oder auch der Bruder Reza hat schon einen Vortrag darüber gemacht. Achtet mal dieses Auge hier. Sie macht dieses eine Auge über die Hand und achtet mal, was ihre Antwort ist. Weil ich eine Teufelsanbeterin bin. Seht ihr das, Leute? Diese Stars, die so ein Auge machen, V-Signal oder Schweigegeste, 6-6-Geste, das werde ich euch auch noch zeigen. Diese Leute beten Satan an und opfern Menschen auf den Altar und das machen die jede Woche. Ich spule mal ein bisschen vor. So, jetzt schaut euch das mal an. Er sagt, warum haben, guck mal, nochmal, wir haben unsere Seele den Teufel verkauft und jetzt passt auf. Ja, warum sitzen wir hier? Der sagt das so mitten im Interview. Einfach so den Leuten ins Gesicht und jetzt passt auf, was ich euch zeigen werde. Einen Moment, ich muss aufpassen, dass ich nicht gesperrt werde, Leute. Bitte teilt den Stream. So. So, jetzt gucken wir uns ein Video an von Jim Carrey und schaut euch das mal an, was er im Interview sagt.
So. Und so, jetzt schauen wir uns das nächste Video an. So Leute, jetzt achtet mal drauf, der Jim Carrey, der Schauspieler, macht die Pyramide mit der ausgestreckten Zunge, was eine Verspottung ist. Und diese Leute, die raffen das gar nicht, was er da eigentlich meint, weil er involviert ist. Und jetzt gleich im Interview plaudert er aus, dass diese Leute sich nackt im Wald treffen und da ihre Rituale durchführen. Ich spule das mal ein bisschen vor. So, hier sehen wir das nochmal. Schaut euch das mal an, wie so ein dämonisch Besessener. So. Der lacht sich tot. Also er lacht sich tot über diese verblendete Masse. Und jetzt schaut euch mal an, was er sagt. Ich spule das mal ein bisschen. Jetzt. So. Really going on. You know, we get out there in the woods in a circle. Und sie gehen raus in den Wald nackt und entscheiden diese Dinge. Und er meint das ernst. Diese Leute, diese ganzen Politiker, Stars, alle, die treffen sich und machen okkulte, satanische Rituale. So, ich zeige euch jetzt weitere Videos, dass es hier sich nicht um Zufall handelt. So, jetzt schaut euch mal an, was er hier sagt. Ich zeige euch einen kurzen Ausschnitt. Diese Stars, diese Filme machen, ich möchte ganz kurz was sagen. Die Schauspieler, die diese Filme, Hollywood-Bastard machen, diese Hollywood-Filme, die sind 1:1, 1000% dämonisch besessen. Das sind sie nicht mehr selber. Und sie geben es auch zu, dass sie sagen, dass ich ohne diese dämonische Besessenheit die Rolle gar nicht spielen könnte. Also es ist 100% der Dämon, der am Wirken ist. Und ich zeige euch das jetzt, dass sie das selber sagen. Die betreiben Magie und wie ich ja schon sagte, die beten Satan an, machen Rituale, müssen sehr viel Blutopfer bringen. Was für eine Verschwörung. Ja, okay, was für eine Verschwörung, werden wir sehen. So. Possible that these actors and actresses are possessed by demonic spirits who have a specific agenda to fulfill? Oscar award-winning actor Denzel Washington told 60 Minutes exactly how he brings forth his best performances. Basically, what I did was got on my knees and sort of communicated with the spirits. And when I came out, I was in charge. Powerful scene. Powerful scene. I couldn't have had. Hier, eine starke Szene. Ja, eine starke Szene, die ich nicht so schauspielern konnte. Seht ihr das, Leute? Mitten in euer Gesicht. Mitten in euer verdorbenes Gesicht. TikTok sportlich und ihr glaubt das immer noch nicht. Mitten ins Gesicht. Die sagen das so ganz einfach im Interview. Ja, ich bete Satan an. Ich mache okkulte Rituale. Ich trinke Kinderblut mitten in euer Gesicht. Und ihr lacht darüber und sagt, was ist das für eine Verschwörung? Wir reden hier von Schauspielern, die mehrere Millionen auf dem Konto haben. Wir reden hier von Popstars, nicht irgendwelche Friedhof-Satanisten, die irgendwie in einer Bude, die gar nichts haben. Wir reden hier von Stars, die Einfluss haben. So, Rihanna, wir haben gerade Rihanna gesehen, die zugegeben hat, dass sie eine Teufelsanbeterin ist. Wir haben ja gerade die paar Schauspieler gesehen, die gesagt haben, ohne, hätte ich meine Seele nicht verkauft, ja, dann würden wir hier nicht sitzen. Also die sagen es euch mitten ins Gesicht. Schaut euch die Szene an. So. Ihr hört mal, was JC zum Beispiel sagt. Ich werde von Geistern besessen. I mean, I can try, but so. It just doesn't happen. I can sing notes and sing strong and do all these things that when ich kann Kräfte singen und bekomme Noten hin. All diese Sachen bekomme ich alleine nicht hin. Also seht ihr das? Diese Stars sind alle dämonisch besessen auf der Bühne. Deswegen können die auch so Power und so Gas geben und haben so ein Talent auf einmal.
Justin Bieber ist genauso, der ist auch da hineingeboren, ist ein Teufelsanbeter und macht auch satanische, okkulte Rituale. Ich werde euch jetzt ein Video von Haftbefehl zeigen und dann einmal von UFO. Pablo, seid ihr noch da? Ja, wir sind da. Also ich auf jeden Redner, glaube ich, noch nicht. Ja, UFO, ne? UFO 361, der hat da in seinen Zettelchen, in seinen Alben, die er verkauft, schreibt da sogar rein, ich nehme euch alle mit in die Hölle, schreibt rein, ja, Illuminati, der ist ganz heftig. Der war auf TikTok live, der UFO war auf TikTok live und dann haben die alle ihn gefeiert und der lacht sich tot und der hat selber gesagt, ihr werdet alle mit mir in der Hölle schmoren. Das müsst ihr euch mal geben. Weil er weiß, das ist so heftig, dass er weiß, dass er in die Hölle geht und das akzeptiert. Ja, natürlich, weil er versiegelt ist mit einem Dämon. So, schaut euch mal das hier an. Wo du gerade schon anfängst, wie kommt man auf Reime wie, ich glaube, du hast NPD auf Dresden gerannt zum Beispiel. Es ist rund, ne? Ja, wie macht man das? Ja. Wie macht man das? Das musst du den Teufel fragen. Er sagt, wie macht man das? Hört ihr das? Wie macht man sowas? Ja, das musst du den Teufel fragen. Der sagt das ihm noch und er ist ja selber involviert, aber der sagt das einfach so, das musst du den Teufel fragen. Seht ihr das? So wieder mitten in euer Gesicht. So, jetzt passt mal auf, was er gleich macht. Warten bis 12 Uhr ist, zwischen 12 Uhr und 3 Uhr, ja? Und dann musst du Teufel fragen oder Lady Gaga weiß auch, wie das geht. Ist ja auch, ich bin ja auch bei den Freimaurern. Und hier macht er die 6-6-Geste. Ich bin ja auch bei den Freimaurern. Hier macht er die 6-6-Geste. Und jetzt passt mal auf. Haftbefehl hat eine leckere Pizza rausgebracht. Wollen wir uns mal die Symbolik anschauen von Haftbefehl? Schauen wir uns mal diese leckere Pizza von ihm an. Vielleicht auch eine Anspielung auf Pizzagate. Vielleicht möchte auch Haftbefehl eine PI, ich kann das jetzt nicht aussprechen, bevor ich hier gesperrt werde, aber schaut euch mal Haftbefehl das Zeichen an. Was ist denn das für ein leckeres Zeichen hier? Margarita, Salami, Pizza, seht ihr das? Satanisch, ja. Und Blut. Guck mal an seine Hand. Ja, das ist Satanzeichen. Ja, und das ist so ein Blutpizza. Rote Farbe Pizza. So Leute, und jetzt beweise ich euch, dass alle ihre Seele verkauft haben. Alle, Luciano, Haftbefehl, alle haben ihre Seele verkauft. Ich werde euch jetzt was richtig Heftiges von Kapital zeigen. Ich werde euch jetzt was richtig Heftiges, eine Pedo-Szene vom Kapital zeigen. Nimmt das mal bitte auf, was ich euch jetzt zeigen werde, weil Kapital möchte uns in ein Musikvideo, warte mal bitte, Kapital möchte uns in ein Musikvideo zeigen, was andeuten. Kapital Bra hat eine Pandamaske mit ein umgedrehtes Kreuz und sagt, ich habe Bilder von deinen Kindern und keiner kann mich hindern. Was hast du denn für Bilder, Kapital? Was hast du für Bilder? So, jetzt zeige ich euch das einmal. Für viele, die das nicht aufgefallen ist, die das gar nicht sehen können. Das Lied heißt Lecker Lecker und ich zeige euch jetzt mal Lecker Lecker. Warum das Lied auch Lecker Lecker heißt. So, weil da ist eine Pedo-Botschaft ist in diesem Video. So, ich hau das ganz schnell raus, nimm das auf und zeig das den anderen. Weil Kapital möchte uns was sagen. Nicht nur Crow zieht diese Pandamaske mit dem umgedrehten Kreuz auf, sondern auch Sido oder auch Kapital. Das zeige ich euch jetzt. Leute, ganz genau auf den Text hinhören. Hört jetzt ganz genau auf den Text hin und passt auf. So, Kapital. Er trägt eine Pandamaske, umgedrehtes Kreuz, antichristlich. Und jetzt hört hin. Da, ich habe zwei Gesichter. Da, ich habe den da und deine da. So Leute, googelt bitte mal die Pandamaske. Alle, die jetzt hier drin sind, einfach alle, die hier drin sind, schreibt bei Google Pedo Pandamaske. Schreibt das mal jetzt alle Pedo Pandamaske und guckt euch das an. Und dann wisst ihr Bescheid. Ich würde es euch nicht empfehlen. Für Leute, die damit nicht umgehen können, schaut euch einfach mal diese Maske an. Schreibt das mal Pedo-Panda-Maske. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich guck mal, ob ich einige Bilder einblenden kann. Bruder Pablos? Zeig es halb. Ja, ich versuch's. Einen Moment.
Ah, nee, nee, lieber nicht, schreibt jemand. Nein, lieber nicht. Okay, ja, weil das sind zu heftige Bilder, das sind zu verstörende Bilder. Weil wenn ich diese Bilder zeige, dann kann jeder googeln. Ja, also auf jeden Fall sind das sehr verstörende Bilder, die gehen echt unter die Haut. Also, wir haben gerade Kapital gesehen. Er trägt eine Panda-Maske mit einem umgedrehten Kreuz. Der Rapper Sido trägt auch eine Panda-Maske mit einem umgedrehten Kreuz. Soll ich das euch mal zeigen? Ich blende das jetzt hier mal ein. So, hier haben wir den Deutschrapper Sido. Achte mal, ich habe euch gerade Kapital gezeigt, aber hier Instagram. Das ist dein Instagram. Bruder Danny, die schreiben rein. Bruder Danny, die schreiben rein, hab es gegoogelt, finden die nicht. Müssen die was anderes schreiben? Warte mal ganz kurz. Wartet, wir gehen da gleich drauf ein. Guckt euch das hier an. Das ist die Maske hier. Das ist ja die Maske von Crow, richtig? Und Sido trägt auch so eine Maske. Wartet ganz kurz. Ein Moment. Pablo, sag mal ganz kurz weiter. Ich hole mal Panda ganz Ace. Kurz. Die sollen Panda Ace schreiben. Panda Ace, schreib du mal Panda Ace, ob du es findest. Warte ganz kurz. Ich kann die Bilder hier nicht einblenden, weil ich... Einer schreibt, warum eigentlich Panda? Wegen den Augen. Die Augen ja. Sind schwarz und das machen die an gewissen Kindern. Ihr werdet es sehen, wenn ihr es schreibt. Wartet ganz kurz. Wartet, ich sag nur blauer Fleck, ganz großer blauer Fleck am Auge. Ja, Gottes Segen. Warte ganz kurz, ich suche das ganz kurz raus. Hast du eine Frage? Ach so, meinst du mich? Ja. Ja, erstmal schönen guten Abend für dich. Also was heißt eine Frage? Ich wollte mich so ein bisschen mit dir unterhalten über diese ganzen Dinge, was du hier zeigst und so. Ja, ich wollte einfach nur Leute, die dann Fragen stellen. Also wenn du eine Frage hast, kannst du gerne was dazu sagen. Nö, eigentlich habe ich keine Frage. Ja gut, dann wenn du keine Frage hast, dann hole ich mal jemand anders hoch, der wirklich Fragen hat. Ja, okay, dann nächstes Mal vielleicht können wir uns unterhalten. Okay, Gottes Segen. Dir auch. Pablos, kannst du das ganz kurz übernehmen, den Stream? Kannst du ganz kurz weiterreden? Ja, kann ich machen, kein Problem. Ja. So, ja, meine Lieben. Da schreibt einer, der Papst hat diese Flecken, alle Stars haben auch blaue Flecken. In die blauen Flecken, ja. Alle, über die du redest, haben selbst Kind. Habt ihr jetzt gegoogelt mit Panda Ace? Da seht ihr das mit den Augen. Das ist wirklich schrecklich und heftig. Die repräsentieren das. Wisst ihr, wieso die es machen? Die machen das, weil die euch einfach ins Gesicht auslachen. Einfach auslachen. Was sollen die googeln? Panda und dann Ace. Ace heißt Auge. Panda A Trauma googeln. Guck, was Alexa geschrieben hat. Panda A Trauma. Ja, genau. Genau. Googelt das mal bitte alle und screenshottet das bitte alle. Alle das bitte googelt und bitte alle screenshotten. Panda, ey, komm, googelt das mal, meine Lieben, damit ihr einmal die Wahrheit seht. Warum die immer gerne Panda-Maske tragen. Und dabei ein umgedrehtes Kreuz, dann habt ihr eure Leute, Antwort. Googelt das alle, was hier, warte, nochmal Alexa geschrieben hat. Alexa, schreib das mal bitte noch mal rein. Bitte noch mal mit der Panda-Maske. Schreib das mal bitte noch mal rein, damit die das alle googeln. Bruder, denn ich kann dir Deutscher Cat sogar zeigen. Ich hatte das Video gesehen, ne, von ihr. Katastrophe. Ein Auge auf ihr Kopf und dann nimmt der Satan ihr Kopf und ihre Augen gehen nach hinten. Ja, genau. Und Leute, wir haben ja gerade jetzt einige Stars entlassen. Zum Beispiel jetzt Haftbefehl. Ich möchte euch einmal was über UFO zeigen, weil UFO möchte uns was mitteilen. Der möchte uns gerne mitteilen, dass er, weil er macht ja Werbung für seine Freimaurerloge.
Leute, teilt alle den Stream und ich werde euch jetzt ein Video zeigen, wo er selber Werbung macht. Kommt alle mit mir, kommt mit uns Blut trinken. So, das werde ich jetzt einblenden. Und Farbe. So. UFO 361, Katastrophe. Ehrlich, Katastrophe. Ja, warte, warte, ins Gesicht. Warte bitte ganz kurz. Meine Lieben, was sagt die Bibel? Erfolg ist kein Geheimnis, sondern Erfolg musst du für was tun. Wer ist der Fürst dieser Welt? Einfach Korinther lesen, das ist der Teufel. 2. Korinther 4, Vers 4 war da, glaube ich. Der Fürst der Welt ist der Teufel. Wir wissen es, der Jesus Christus war in der Wüste, der Teufel war der Teufel war bei Jesus und wollte ihn doch verführen und hat ihm doch alle Reiche der Welt gezeigt und sagte im Matthäus Evangelium, alle Reiche der Welt sind mir gegeben und ich kann es geben, wen ich es will. Gibt auf YouTube eine satanische Botschaft, kann Bruder Danny gleich machen. Meine Lieben, hütet euch von denen, hört nicht diese Musik von denen, das sind gefährliche Buben. Und diese Buben möchten Menschen von der Bibel Ablenkung. Und die lachen euch ins Gesicht, was sie eigentlich in Wirklichkeit machen. Deswegen, das ist nicht zu spaßen. Geht nur die Bibel lesen, das genügt, das reicht, es hilft und das befreit. Die Stars verstecken es nicht mal, genau. Rote Schuhe, ja, kann Bruder Daniel und der Reza beantworten, das weiß ich nicht. Aber Justin Bieber hat sich doch zu Jesus bekannt. Irina, ich kann dir sagen, diese Stars erklären alle mal Jesus, weil die Freimaurer studieren die Bibel, aber verdrehen die Bibel, wie der Teufel. Das sind, wie soll ich sagen, Wölfe in Schafpelz. Na? Ja, hüte dich vor dem. Judasbrief, jeder reinschreiben. Judasbrief, Kapitel 1, Vers 4. Etliche haben sich in der Gemeinde Gottes eingeschlichen. Judasbrief, Kapitel 1, Vers 4. Okay, warte ganz kurz, warte los. Leute, das Video, ich weiß auch nicht, wo das Video ist. Ich muss das auf jeden Fall nochmal raussuchen. Also, ihr könnt ruhig Fernsehen schauen. So aber warte nicht, mal, ich will euch das über Manuelsen zeigen dann. Ich zeige euch mal was über Manuelsen. Manuelsen möchte uns was mitteilen. So, ich versuche das jetzt hier mal auch einzublenden. Teilt mal bitte den Stream und nimmt das mal auf, was Manuelsen gesagt hat. So, Manuelsen sagt irgendwas über Blut trinken. Erzähl mal lieber, wie du deine Seele verkaufst. Hast du denn das mit dem Blut trinken? So, Leute, bitte hört hin. Hört ganz genau hin und nimmt das jetzt auf. So, hört mal jetzt ganz genau hin, Leute. Hast du denn das mit dem Blut trinken? Events erzählt, worin? Mit dem Blut, wenn's. Hört mal ganz genau nochmal hin. Hast du denn das mit dem Bluttrink-Events erzählt, wo wir immer jede Woche eingeladen werden? Wo wir wo? Die Bluttrink-Events. In unserer Seele weiterhin. Ja, genau. Bluttrink-Events. Seht ihr das, Leute? Einfach so, seht ihr das? Was ist das? Seht ihr das, Leute, wie krank das ist? Nicht nur die amerikanischen Stars, da haben ihre Seele verkauft. Okay, wir gucken, ob das Zufall ist. Wir gucken jetzt mal die Kettenreaktion an. Wir gucken jetzt, ob das Zufall ist. So, dann wollte ich einmal das Video hier einblenden. Da sagt er das auch den mitten ins Gesicht. Ja, wir gucken gleich, ob das was aussagt. Es wurde 361 seine Seele verkauft. Warte, ich finde das. Guckt euch das mal im Hintergrund an, was da hier ist. Seht ihr das? Das ist so krank. Guckt euch das mal an, Leute. Seht ihr das? Und jetzt zeige ich euch ein Video. Und jetzt zeige ich euch mal ein Video von ihm. So. Babys und Kleinkinder unter 2 Jahren haben das höchste Risiko, an Meningokokken zu erkranken. So. Ich glaube, ja. So viel Scheiße, ja, wie über
Kauf mit dir, Mann. Der Lister bleibt in meinem System. Ja. So, jetzt hört mal ganz genau hin. Habt ihr das gerade gehört? Also mein bester Freund war Lucifer. Hört ihr das schon damals? Vor ungefähr 6 Jahren, dieses Video ist 6 Jahre alt. Und es gibt ja auch noch ein anderes Video, das werde ich raussuchen, das werde ich euch zeigen, wo er sagt, kommt mit uns mit Blut trinken. Unfassbar. Unfassbar, wie die Menschen so verblendet sind. Ich zeige euch jetzt mehrere Videos von sogenannten TikTokern. Und wir schauen mal, ob das alles so Zufall ist. So. Menschen auf euch neidisch sind. So, jetzt schauen wir uns mal die hier an. Die ist auch sehr bekannt auf TikTok. Und ich habe auch ein Video, wo sie so Blut über ihren Finger hat. Die hatte so, im Livestream hatte sie so einen Becher Blut gehabt. Diese Madina hier, die kennt ihr. Hier, das ist auch eine richtige Hardcore-Satanistin. Die hat sich richtig getriggert gefühlt. Hört euch mal an, wie, guckt euch das Gesicht an. Wie kalt sie das sagt. Da ist kein Joke oder so. Sie meint das ernst. So. Was muss ich machen? Er meinte, Vertrag unterschreiben mit Blut. Habe ich gemacht. Dann hat der Teufel mir Geld gegeben, Geld angeboten, so Auto und hat gesagt, hier, dafür bekommst du das. Hat der Teufel gesagt, so. Ich muss nicht mal dafür arbeiten oder so. Und der hat gesagt, ich muss ein Baby opfern, so. Habe ich gemacht. Hab da ein Baby geopfert. Wie eklig das ist, Leute. Habt ihr das gesehen? Die Gestik und die Mimik, ne? Haben viel gesagt. Wer Psychologie ein bisschen studiert, ne, und dann erkennt man das sofort. Die spricht einfach die Wahrheit. Die lügt einfach nicht. Man erkennt ja, wenn ein Mensch lügt. Die spricht einfach so das, was sie wirklich erlebt hat. Ja, natürlich. Natürlich, ja, aber bei, auch bei irgendwann kann man doch schmunzeln oder so, ne? Die sieht doch durchaus als nächstes in live. Guck mal, Barello zum Beispiel. Ich zeige euch jetzt mal ein Video von einer Muslimin mit Kopftuch. Wer kennt die von euch? Leute, wer kennt die von euch? Hier. Mein Lieber, wie du deine Seele verkauft hast. Ach so, klar, kann ich machen. Also ich war nicht Mann, du bist eine Frau. Schau mal bitte ruhig. Erzähl mal lieber, wie du deine Seele verkauft hast. Ach so, klar, kann ich machen. Also ich war da und da saßen dann halt so 3 Männer im Anzug und dann haben die mir so einen Vertrag gegeben und dann musste ich halt in meinen Finger reinpieksen und mit dem Blut dann unterschreiben. Seht ihr das, Leute, die sagen es? Bruder Pablos? Ja. Siehst du das, wie krank das ist? Die sagen das euch mitten ins Gesicht, dass sie ihre Seele verkauft haben. Leute, wir haben die ganzen Aufnahmen gesammelt. Und ihr glaubt, das ist zeig mal Isan Bayam. Zeig mir Isan Bayam. Hat der nicht auch irgendwas mit Piekser gesagt? Isan Bayam. Ja gut, dann zeigen wir jetzt Isan Bayam. Der hat doch irgendwas mit Piekser gesagt. So. Der hat sogar seine Wunde gezeigt. Tatsächlich war das über Facebook damals. Hier, Isan Bayam, Leute. Bitte teilt das, Leute. Bitte alle liken und teilen. Leute, bitte macht den Stream voll. Liken und teilen, meine Lieben. Liken und teilen. Alle Doppelklick, mach doch einfach mal bitte alle Doppelklick. Oh, meine Lieben, mach das, pusht das ein bisschen, dass es jeder sieht. Der hier ist ein Teufelsanbeter und ein Teufelsdiener. Der hier betet den Baphomet an, das zeige ich euch, beweise euch jetzt, dass er zugibt. Ich nehme auf, er gibt zu, dass er Blut getrunken hat, so. Und ich dachte mir dabei gar nichts, aber die haben auch nicht geschrieben von hier, ne, so spezielle Gruppe und hast nicht gesehen. Und weißt du, so hypothetisch. War das eigentlich in der Theopraxis eine echt schwierige Angelegenheit für mich? Und ich wusste gar nicht, ob ich da hingehen sollte oder nicht, weil die haben irgendwas von Religion erzählt und ich wusste gar nicht, ist jetzt in Ordnung oder nicht, das zu machen. Und dann war ich halt erstmal unsicher. Ich habe denen dann zugestimmt, wir haben uns getroffen im Restaurant. Und das Restaurant war echt düster, muss ich sagen. Das Restaurant, das war in, ich will jetzt nicht sagen, wo, irgendwo im Ruhrgebiet. Und das Komische war, dort waren irgendwie alle Namen vorbereitet, wo wir gesessen haben. Und auch mein Name war da und da stand sogar meine Adresse, obwohl die meine Adresse nicht kannten. Die haben mir Angst gemacht.
Ne, die hatten alles schon drin und keine Ahnung, irgendwelche, sogar meine Steuernummer, Steuerausstand, da wollen die mich jetzt abziehen oder was. Auf jeden Fall war das für mich voll verwirrend. Ich glaube, die haben das dann im Nachhinein gesagt, dass sie alles über mich wissen. Die wissen alles über euch, also über jeden von euch. Und, okay, ich will richtige Informationen haben und nicht dieses hier, diese Show. Ich weiß, was das Heftige ist, Markus. Die Muslime denken, wir wären Verschwörungstheoretiker, aber die haben gar keine Ahnung. Die haben überhaupt keine Schimmer, was hier abgeht. Isa, erzähl doch jetzt mal, wie ist das so dazu gekommen? Wie wurdest du denn wirklich eingeladen? Ich will wissen, wie wurdest du wirklich eingeladen? Komm, das kannst du mir erzählen. Die anderen raffen doch nichts. Die Muslime, die verstehen das so oder so nicht. Die lachen doch darüber, siehst du doch. Du kannst jetzt sagen, ich habe Blut getrunken, Raffi, gar nichts, Isa Baram. Das ist nur für meine Arbeit. Nur für meine Arbeit. Die würden es nicht glauben. Also so, warte, er sagt selber, die würden es nicht glauben. Hier hört ihr, die würden es nicht glauben. Also er weiß ja Bescheid. Und jetzt passt mal auf, was er sagt. Jetzt passt mal auf. Guck mal, das erste Blut, was ich getrunken habe, sag ich dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht von wo, aber die haben... Habt ihr das gehört? Ich spule nochmal zurück. Jetzt alle aufnehmen. Alle aufnehmen. Und alle, das müsst ihr allen zeigen. Aufnehmen. Hört jetzt genau hin, was er sagt. Hört genau hin, was er sagt. Guck mal, das erste Blut, was ich getrunken habe, sag ich dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht von wo, aber die haben so ein Kind geholt. Ne? Ich kann dazu nicht sagen, ich weiß gar nicht, ob der auf jeden Fall, aber das Kind hat überlebt auf jeden Fall, aber was soll ich jetzt so sagen? Okay, ich kann doch nicht alles erzählen hier auf dem Markt. Bist du verrückt? Ja, Siehst du, Leute, habt ihr das gehört? Und das Krasse ist, er macht ja auch dieses Cover mit Ein-Auge-Geste und der gibt selber zu, das erste Blut, was ich getrunken habe, und der hat sich richtig getriggert von mir gefühlt. Der Isa Baram, er wurde entlarvt, er hat selber zugegeben, dass er Blut trinkt, er hat selber zugegeben, dass er seine Seele verkauft hat. Auch hier, Isa, wenn du das hörst, du bist ein Teufelsanbeter und die haben dich entlarvt. Du bist ein Freimaurer und du bist ein Involvierter. Du hast es selber zugegeben. Alles ist auf Video. Zeig mal das Bild mit dem einen Auge. Dein Buch. Ach so, ja, ich zeig euch das Bild noch. Ja, alles klar. Die Zeichen sind da. Kann ich euch auch noch gerne zeigen, dieses Coverbild hier, damit ihr das seht. Hier hat er das selber, hier sehen wir auch nochmal das Coverbild, das hat er selber gemacht. Hier sehen wir dieses Coverbild und er zeigt uns hier das allsehende Auge. Hier sehen wir das. Okay, wir gucken mal weiter, welche Leute da noch so drin sind. Ja, Barello, wir wissen ja, dass Barello drin ist. Barello, zeig Barello. Ja, aber das wird, warte, ich will noch andere Leute zeigen, weil, einen Moment. Ich guck mal gerade noch, ob da, ja, genau. Bist du noch da? Wie bitte? Bruder Reza ist da. Bruder Reza. Jemand schreit, gibt auf YouTube Billie Eilish satanische Botschaft ein. Wartet, ich will euch was zeigen. Ich möchte euch was zeigen. Schaut euch mal das hier an, Leute. Schaut euch mal das hier an. Gestern zwei Kinder gegessen. Die waren so lecker. Heute würde ich gerne nur zwei Kinder essen. Der lacht sich tot. Der sagt, ich habe zwei Kinder gegessen. Der meint das ernst. Und hier natürlich kommt die Verspottung. Und hier gibt er auch zu, und das schaut euch das mal an. Hier eindeutig. Also, wenn du erfolgreich werden willst, dann musst du deine Seele an den Teufel verkaufen. Die Leute denken, das ist Spaß. Nein, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Hier auch Sido zum Beispiel. So, und Sido auch ganz locker. Hier sehen wir auch Sido ganz locker. Dass er an Rauchen gestorben ist. Er hat sein Leben lang geraucht. Er findet es immer wieder. Auch wenn er sich nicht gestorben hat, da kommt einiges dran. Ich meine, die Sache ist aber die, vielleicht hat er Kinderblut getrunken. Glaubst du nicht, ey, die Nase ist verrückt. Ja, wie ist es mir glaubt?
Er sagt, ja, ich habe es gesehen. Also er sagt, vielleicht hat er Kinderblut getrunken und dann lacht er so und dann sagt er, ja, ich habe es gesehen. So, jetzt zeigen wir euch mal noch einige andere TikToker, die sehr bekannt sind. Und ich möchte euch eins sagen, an alle, die das Video jetzt im Livestream jetzt hier sehen, es haben sich sehr viele Satanisten, involvierte Satanisten in die charismatische Gemeinde eingeschlichen. Und das haben wir alle schon beobachtet. Wir haben auch sehr viele Namen schon herausgefunden. Es sind sehr viele involvierte Satanisten, die beim Lobpreislieder den Satansgruß hinter ihren Kopf machen. Beim Lobpreis. Und auch ganz viele christliche Rapper, die zum Beispiel ja hier in der Christenheit sehr bekannt sind, die auch gute Musik machen, dann auf einmal in ihre Musikvideos die Pyramide mit den einen Auge machen. Das haben wir alles. Das haben wir alles. Christen, die 1 Million Abonnenten haben, sind 100% drin. Christen mit 10.000 Abonnenten sind drin, mit 20.000 Abonnenten. Wir haben das alles schon mit Namen und so. Sag mal, welche. Nein, wir warten noch ein bisschen ab. Wir wollen noch nicht auffallen. Wir warten noch ein bisschen ab und dann werden wir auch zuschlagen und dann werden wir, das wird ein Kater. Wir werden einen riesigen Kater da reinhauen. Sehr viele haben sich da reingeschlichen. Und ich weiß auch, dass sehr viele christliche Rapper, passt auf, bei Universal unterschrieben haben und auch unter großen Verträgen sind. Und ja, das haben wir alles herausgefunden. Und ihr werdet noch gespannt sein, wer da alles so drin ist. Und da haben mich auch einige angerufen und haben gesagt, bitte mach kein Video über mich. Bitte mach kein Video über mich. Wenn du ein Video machst, dann musst du mich unbedingt anrufen. Die nehmen mit mir Kontakt auf, damit ich keine Videos über die mache, weil die nicht entlarvt werden wollen, diese Satanschämen. So, wir werden jetzt weiter, einige weitere TikToker uns anschauen und jetzt fangen wir mal mit diesem hier an. Der ist auch sehr bekannt, mit 1 Million Abonnenten. So, wo ist er denn? So, auch er hier zum Beispiel. Wer kennt den von euch? Schreibt es mal bitte alle da in die Kommentare rein. So, ich mach das jetzt mal und hört euch das mal an. Erzähl mal lieber, wie du deine Seele verkauft hast. Ja, das war ein heißer Tag im Sommer. Leute, das ist so krank, oder? Der sagt das auch noch so offen vor so 1000 Zuschauern. Ob nix wäre, die geben das zu. Wisst ihr warum? Weil die Masse verblendet ist und er weiß das. Der weiß das. Dann ja, war das so, dass ich da erstmal rumgesessen habe wie so ein Idiot. Und dann, wie soll ich sagen? Und dann war das so, dass irgendeiner gekommen ist und dann den Vertrag hin auf den Tisch gelegt hat. Und dann sagte der, ja, du würdest so und so viel Geld verdienen. Dafür müsstest du mir aber deine Seele verkaufen. Ich so, ja, wie geht sowas denn? Ich so, ja. Weiß ich nicht. So, ja. Wie soll ich denn meine Seele verkaufen, wenn du selber nicht weißt, wie du funktionierst? Der kommt mich an, der so, ja, du musst es einfach unterschreiben, dann passiert das schon von allein und so. Und ist okay, gut, ist eine nette Summe und so, ne? Weil am Ende des Tages ist meine Seele sowieso arm und traurig. Und bei diesen netten Summen verkaufe ich dir gerne meine Seele, wenn ich dadurch ein bisschen glücklicher werde. Aber bitte lass mich erstmal ein bisschen am Leben. Ne? Und ja, und so ist es halt dazu gekommen. Das war die Geschichte. Das ist so krank, Leute. Und der alle haben was gemeinsam, krank. Bruder Denny, alle haben was gemeinsam. Immer ein Vertrag auf den Tisch. Immer ein Vertrag auf den Tisch. Ja. Hier Mario Barth hier auch. Mein satanisches Ritual, heute Abend. Heute Abend ist sein satanisches Ritual, hört mal. Heute Abend, wie er das so ganz locker sagt. Eine Champagnerflasche, was aber in Wirklichkeit keine Champagnerflasche ist. Seht ihr das? Ja, in dieser
Sektenkult, in dem ich ja bin. Der gibt das zu, Leute, hört ihr das? Ein Sektenkult, der sagt das so mitten ins Gesicht. Auch so traurig. Wir haben ja damals eine Champagnerfabrik gekauft, weißt du, damals. Nach außen sieht das dann aus wie eine Champagnerflasche, aber in Wirklichkeit ist das die Tränen von einem tibetanischen Eisbären. Die gibt es ganz, ganz selten. Hat auch noch keiner bis jetzt gesehen, aber wir kennen die natürlich, weil wir eine Elite sind. Weil wir eine Elite sind. Hört ihr das raus? Weil wir eine Elite sind. Tränen. Und die Tränen gewinnst du von einem tibetanischen Eisbären, indem du den Avenger-Songs vorspielst. Und dann kommen so Tränen. Du schaffst das mit einem Album vom Wendler, schaffst du ungefähr 0,2 Milliliter Tränenflüssigkeit. Schlimmste. Wir werden heute 6 bis 8 Liter vergießen. Das heißt, die tibetanischen Eisbären fangen jetzt schon wieder an zu weinen, wenn wir die Information schicken, weil die wissen, dass sie sich bald wieder dieses Scheiß reinziehen müssen. Der lacht sich tot. Ihr wisst auch, was für eine Anspielung das ist, ne? Also für diejenigen, die das nicht verstehen, er meint Kinder, TikTok sportlich, Kinder. Aber okay, wir gucken jetzt mal. Er sagt, schaut euch das mal an. Nein, keine Beleidigung. Hat es sich gelohnt, deine Seele zu verkaufen? Keine Beleidigung, Leute. Wer beleidigt, den muss ich leider hier sperren. In unserer Straße. Hat es sich gelohnt, deine Seele zu verkaufen für den Ruhm und den Reichtum? Naja, natürlich, Alter. Ich habe mich auf der Kreuzung, ich doch letztes Mal erklärt, wie das war. Ich habe doch mich auf der Kreuzung getroffen mit dem Teufel. Ich habe mich mit, seht ihr das? Ich habe mich auf einer Kreuzung mit dem Teufel getroffen. Leute, der sagt das so mitten ins Gesicht. Was soll ich euch denn noch zeigen, Leute? Das ist so Wahnsinn. Pablos, Bruder Reza, seid ihr noch da? Ja, ja. Heftig, ne? Heftig. Ich möchte einmal ganz kurz was euch sagen, Leute. Einen Moment. Die Anspielung, ihr kennt doch die Werbung, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Also Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Und jetzt zeige ich euch mal was. So, jetzt zeige ich euch mal was, dass wir, einen Moment. So, Leute, ich werde euch gleich noch was richtig... Ja, okay, ich kann das nicht zeigen, weil ich glaube, dass der TikTok wird sperren. Ich muss immer... danke. Achso, ich dachte, jemand hat mir einen Teddybär geschickt. Danke, danke. So, ich werde das jetzt wieder euch zeigen. Schaut euch mal das an. Und dann möchte ich euch einmal was zeigen. Seht ihr das? Die tragen so alle Rubenkapuzen. Und jetzt hört ganz genau hin, was er sagt. Jetzt hat er mich erwischt. Ja, ich bin. Aber ich muss. Ja, ich bin Mitglied einer Sekte. Ich bin sogar Vorsitzender der Bruderschaft. Freunde der Kultären. Die verehren hier, weil sie so lecker sind. Und die von Ihnen, die naschen auch ganz gerne. Sehen Sie, das gehören Sie auch zu. Das ist so krank, ne, Leute. Das darf man niemandem erzählen, wie krank das eigentlich alles so ist. Ne? Das ist unvorstellbar. Wie krank das alles ist. Ja, da möchte ich jemand mal hoch. So, jeder kann einmal hochkommen und auch gerne was dazu sagen. Also Leute, ja, ich bin gerne Bruder, reinkommen. Ja, hi, Gottes Segen erstmal. Ja, Gottes Segen, Bruder Herz. Du hast mich gerade komplett weggehauen, Dennis. Ich mein's ernst. Also ich bin absolut baff. Ja, ich kann das verstehen. Ne? Also ich überlege jetzt gerade wirklich
mich von dieser Erde wegzunehmen, also wegen den Tatsachen, die auf der Erde passieren, ne? Ja, ich wollte noch ein Video zeigen, was sehr verstörend ist. Das kannst du dir jetzt auch einmal anschauen. Leute, was ich euch jetzt einmal zeige, ne? Bitte schaut ganz genau hin. Ihr müsst alles, achtet bitte auf alles. Passt mal bitte jetzt auf. Das ist ein Video. Es ist wirklich ein sehr verstörendes Video. Also, es hat mich sehr weggeflasht, wie die Messi, also Messi ist 17 Jahre alt. Das Video ist von 2006. Guckt euch mal an, was die mit Messi da machen. Die haben ihn da fast, die sind fast über ihn rübergegangen. Guckt euch mal an, wo sie ihn alles betatschen. Ihr müsst ganz genau hingucken. Jetzt guckt ganz genau hin. Achtet auf jede kleinste Detail. Bitte guckt das euch ganz genau an, dass ihr nichts übersieht. Und ich blende das jetzt ein. Das ist sehr verstörend, was ich euch jetzt zeigen werde. So. So, Leute, und bitte alle den Stream nochmal teilen. So. Guck mal, wo die Hand da ist. Achtet mal auf die Hand. Achtet mal ganz genau, wie die ihn da reinkneifen. When he agreed to accept invitation to appear on this show. 17 years on, not one person can explain what went on during this interview and why Messi's entourage allowed all this to not only start, but also continue. ¿Qué más nos importa? ¿Cómo la tiene Ronaldinho? ¿Cómo la tiene? O sea, ¿está casado? This interview was disturbing to watch from start to finish. Though most people struggle to find a logical reason why this interview was allowed to continue, there are a few people who believe to this day this was possibly Lionel Messi's inauguration to the dark side. This show was recognized as a risky and disturbing show, even before Messi agreed to accept the invitation. By this time in Messi's career, though he was only 18, he was already a world star. So money was highly unlikely the main reason to accept the invitation. As the show went on, it was clear the interview became more. Leute, der zieht seine Hose aus und Messi holt da jetzt von hinten was aus ihn raus. Schaut euch das mal an. More bizarre. This was not all agreed between all parties concerned. This show would have immediately have been canceled. At the very least, the names involved would surely have been held responsible for assaulting Lionel Messi. For reasons unknown, no explanation has ever been provided by anyone involved. Though this episode of the show has been buried by the media, a 10-minute video can still be found on the internet. To this day, I just can't understand why Messi agreed to play his part. Had this episode been aired all around the world, Messi's career may have ended before it even began. Y la carita feliz también la tenemos ahí. La del MSN. Exactamente. Ahí está calentito, calentito. I find it hard to believe myself. Messi would have continued with his own show until the very end. If he wasn't aware... Hey Leute, ich muss das wegmachen, sonst ist der Stream gesperrt. So hardcore, Mann. Ja, das ist gang und gäbe. Moment. Weißt du, was mich richtig weggeflasht hat? Diese eine Südländerin da, ne? Die hat gesagt, so, ja, ich habe mit Blut meine Seele da unterschrieben, ne? Und ja, wir haben Babys geopfert und so, ne? TikTok-sportlich. Ja. Guck mal, auch wenn das jetzt so angeblich Spaß gewesen wäre, ne? Wo ist da der Witz? Das ist ja kein Spaß. Das ist ja ernst. Die meint das ja ernst.
Es ist ja so, weil ich es ja wirklich ernst meine. Die sind da, einen Moment. Ja, ja, die hat das ja so verpackt gehabt, als ob das Spaß wäre, so sarkastisch, so hahaha, so einfach nur ein Witz, aber in Wirklichkeit haben wir das wirklich getan. Ich kann dir beweisen, wenn jemand Interesse hat, ich kann euch beweisen, dass alle Leute, die erfolgreich sind, sie haben alle ihre Seele verkauft. Ob Fußballstars, Boxstars, es ist völlig egal. Alle, die ihr da im Fernsehen seht, die haben alle ihre Seele verkauft. Punkt, fertig, aus. Und das kann ich beweisen und nachweisen. Aber hast du noch irgendwelche Fragen? Weil da wollen noch Leute rein. Hast du ja, ja. Ja. Ja, nee, also bei Cristiano Ronaldo, ich habe immer gedacht, so, ey, der Typ ist eigentlich korrekt und so. Aber jetzt sehe ich gerade mit diesem Auge verdeckt da, mit diesem Pullover oder Hoodie, was auch immer ist, ne? Ja, ja, das ist die Ein-Auge-Geste. Das ist ja zum Beispiel die Schweigegeste. Das ist auch von den Freimaurern der Erdenkodex, diese Geste hier. Es heißt in der Freimaurerloge, wenn du was sagst, so werde ich deine, ne, rausreißen und, ne, ich kann das jetzt nicht sagen. Ja, das ist ein Erdenkodex. Jeder, der was sagt, der wird dann halt zur Strecke gebracht. Da gibt's nicht eine zweite Chance. Da gibt's überhaupt keine zweite Chance. Einmal ausplaudern und du wärst weggemacht. So, ganz, wir ersetzen dich einfach. Und der Satan kann dich ganz schnell ersetzen. Geht ganz schnell. Das ist halt richtige Sünde, ne? Weil damals habe ich mal FIFA gespielt, ich war richtiger Cristiano Ronaldo-Fan, ne? Ja, wir waren alle mal so, Dennis, was sagst du? Sagt die Bibel, du sollst kein falsches Zeugnis über andere geben, oder? Dass du behauptest, jeder, der Erfolg hat, hat seine Seele verkauft. Ja, natürlich, ich kann das beweisen. Wenn ich das beweisen kann, dann kann ich das beweisen. Wenn ich das aber nicht beweisen kann, dann halte ich lieber meinen Mund und rede nicht. Dann bin ich lieber ruhig, weil ich dann Probleme bekommen kann. Aber ich sag doch, ich kann es beweisen. Sag mir irgendein und ich beweise es dir. Aber dann musst du auch so fair sein, reinkommen und das annehmen. Sag mir irgendein Name, ich werde mich darum kümmern. Ich werde euch beweisen, dass alle, die erfolgreich sind, ihre Seele verkauft haben. Das ist ja nicht so. Guck mal, was er gerade sagt. Also als allererstes, guck mal, daran sieht man, warst du dabei. Also ob ich jetzt bei den Ritualen dabei gewesen bin. Nein, ich war nicht bei den Ritualen dabei gewesen. Nur weil sie ein Auge zu halten. Es geht nicht nur darum, dass sie ein Auge zu halten. Es geht um auch was viel anderes. Zum Beispiel, wenn du dir diese ganzen Gestiken anschaust, das machen nicht normale Menschen. Diese ganzen Schweigegeste, Pausignal, ein Auge über den Auge, ein Augegeste. Und Satanisten kommunizieren nun mal miteinander zusammen. Ja, vor allem das Ding ist, hätte er keine Beweise geliefert, ne, hätte man jetzt auch das dieses Aussage tätigen können. Kann ich das sogar aus der Bibel beweisen? Orthodox, du glaubst an die Bibel, ne? Du glaubst an die Bibel, oder? Dann lese ich dir jetzt gleich ein Bibelvers vor. Wenn du daran immer noch nicht glaubst, na, ich beweise dir das jetzt, dass sogar der Satan beweist das jetzt einmal aus der Bibel gleich auch. Weil wenn er das nicht glaubt, dann ist er gar nicht gläubig, dann ist er einfach nur irgendein Orthodox, der mit seiner Oma und seinem Opa da ja einmal in die Woche in die Kirche geht, damit er da seine Schokolade bekommt. Ja, Bruder, ich gehe auch runter, damit du neue holen kannst, ja? Ja, ja. Gottes Segen, Bruder Herz. Gottes Segen und danke, dass du hier gewesen bist. Immer wieder gern. Was bringt es, deine Seele zu verkaufen, wenn du nicht Jesus angehörst, gehörst du Satan an? Ja, aber das ist ein Moment. Darüber reden wir gleich. Ja, hallo, Gottes Segen und Reza. Gottes Segen. Ich wollte noch dazu was sagen, und zwar, wenn du in Google eingibst, also das parlamentarische, das in USA, das amerikanische Parlament, von innen sieht das so aus wie ein Auge, also die Stühle und Tische, das ist ja so gebildet, ist ja kein Zufall. Und man sieht noch das faschistische Zeichen ganz vorne. Kannst du es mal eingeben, also hier zeigen? Ne, kannst du das machen, dann kann ich dich groß machen. So Leute, ich lese euch einmal ein Vers vor, ich hole mal ganz kurz mein anderes Handy.
Wir machen. Wo ist denn das Handy hier? Ja, alles gut. Ich glaube, das steht in Lukas. Wo ist denn der jetzt hin? So, ich lese euch jetzt einmal einen Bibelvers vor. So. Und zwar. So. Wir lesen einmal in Lukas 4, Vers 5, und da steht geschrieben, da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihn alle Reiche, hohen Berg und zeigte ihn alle Reiche der Welt in einen Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir anbetest, so soll alles dir gehören. So, der Satan möchte Anbetung, der Satan möchte Verehrung. So, und in der Bibel steht auch nicht geschrieben, dass man seine Seele verkaufen kann. Alle Seelen gehören Gott. Aber hier handelt es sich um einen Teufelspakt, um einen Pakt mit dem Teufel, Vertrag. Das ist so, wenn du zum Beispiel deine Firma abgibst. Du hast deine Firma abgegeben und hast keine Rechte mehr. Und so ist es auch. Diese Menschen geben ihre Rechte ab. Sie dienen den Satan und sind dann versiegelt mit einem Dämon, der sie führt, der ihr die Kraft gibt und Power gibt. So wie wir Kinder Gottes zu den Herrn Jesus Christus kommen und von neu geboren werden, so empfangen wir den Heiligen Geist Gottes und sind versiegelt mit dem Geist Gottes. So, die sind Kinder der Finsternis, wir sind Kinder des Lichtes. So, jetzt fragen sich einige, warum, was haben die davon, wenn die ihre Seele verkaufen? Sie haben Macht, Ruhm und Erfolg. Und sie werden auch wie Götter geehrt. Diese ganzen Stars werden wie Götter verehrt. Hier, der hier, wird zum Beispiel wie ein Gott angesehen. Diese ganzen Filmstars, Promis, sie haben Macht, Erfolg und Ruhm und Anerkennung. Sie haben alles, was sie hier auf dieser Welt haben wollen. Für eine kurze Zeit. So. Genau, alles Satansdiener. Genau. So, hast du eine Frage nochmal, Dominik? Nein, das war einfach, was ich sagen wollte. Na gut, okay. Ich zeige euch mal noch ein Video. Du kannst nicht, also nochmal, Danny, arbeite mal hart für etwas und ich sage dann zu dir, dass es zu passiert, weil du Seele verkauft hast. Ja, okay, ich werde aber niemals ein Star werden. Weil du kannst nicht erfolgreich in dieser Welt werden. Das kannst du nicht. Kannst du nicht und wärst du auch nicht. So ganz einfach. Da kann ich so hart schuften, bis mir die Hände abfallen, TikTok-sportlich. Ohne diesen Vertrag wärst du niemals erfolgreich werden. Niemals. Ich möchte euch mal ein Video von Barello zeigen. Hast du deine Seele? So. So, Leute. Hast du deine Seele verkauft? Bist du bei Illuminati? Leute, was denkt ihr, warum ich meinen Kopf in meine Toilette getan habe? Was denkt ihr, warum ich meinen Klodeckel abgelegt habe? Das war ein Ritual, ich musste mich erniedrigen. Jetzt schenkt diese ganze Sache nicht, Leute. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Dadurch, wie es ist, ja. Hier, für die Laodicea, hier, habt ihr das gesehen, was er macht? Hier macht er das V über den Auge. Er macht das V über sein Auge, geformt wie eine Pyramide. Seht ihr das? Das ist so krank und ihr kriegt das gar nicht mehr mit. Das ist das Kranke, Leute. Seht ihr das? Der zeigt euch noch das V-Signal über den Auge. Das, was ihr hier seht, ist das V über den Auge. So, Danny, du bist ein Star und du hast auch deine Seele verkauft. So. Jetzt musste ich leider hier sperren, weil verdorbene Menschen müssen hier rausgeschmissen werden. Ihr unterstützt Satanisten. Ihr unterstützt Satanisten und ihr habt auch kein Problem damit, dass die Kinderopferung bringen. Deswegen,
Hauptsache mein Kind geht es gut, ne? Das, so seid ihr. Hauptsache mein kleiner Little Boy liegt im Bett und hat eine warme Mahlzeit bekommen. Tauscht doch mal eure Kinder. Ja, tauscht mal eure Kinder. Gebt doch mal freiwillig den Dings da. Dann werdet ihr sehen. Und ich beweise euch, dass auch die Polizei involviert ist. Ich habe sogar ein Video. Ich habe sogar ein Video. Wartet ganz kurz, ich muss das Video raussuchen. Schwester, Alexa, kannst du mir bitte das Video auf Facebook schicken mit diesem Wohnwagen? Alexa, bitte schick mir das Video mit dem Wohnwagen, wo die Polizei involviert ist. Wo 150 pornografische Videomaterial auf einer spurlosen Art verschwunden sind. Ich möchte das den Christen hier zeigen, dass sogar der Staat, die Polizei involviert ist. Wartet, ich hole das jetzt einmal ganz kurz raus. In meinem Vortrag, die satanischen Rituale der Illuminaten, habe ich auf YouTube eben die ganzen Beweise zusammengetragen, oder Dennis? Du bist auf YouTube, Reza Arapur bzw. die satanischen Rituale der Illuminati eingeben. Das sind, glaube ich, 6 Teile, sind auf dem Eulenspiegel-Kanal. Und dort behandle ich all die Themen, nämlich dass der Staat, wie der Bruder gerade gesagt hat, der Staat selbst mit involviert ist. Und anhand des Falles von Marc Dutroux, das war jetzt ein europäischer Fall, direkt vor unserer Nase hier in Belgien, vor unserer Tür, dass da eben nicht nur die Polizei, sondern die gesamte Justiz, Richter, Staatsanwalt, Polizei, Politiker, bis hin zum belgischen Adelsfamilie. Bruder Reza, kann das bei Alexa auf Facebook schicken? Also, dass sie mir das schnell auf Facebook schickt, dieses Video, was sie mir letztens geschickt hat, weil dann kann ich das ganz kurz abspielen. So. So, Leute, ich zeige euch jetzt noch mal ein anderes Video. Jetzt okay. Geht's dir gut? So, Leute, wartet ganz kurz. Ich hole euch gleich hoch. So. Schauen wir uns ein weiteres Video an. So, schaut euch das mal an. Ich sehe mal lieber, wie du deine Seele verkauft hast. Voilà. Das war so einfach. Du musst einfach an einer Kreuzung, wo keine Ampel steht, musst du in der Mitte ein Loch graben und da musst du dann Papier reinschreiben, am besten deinen eigenen Namen, und dann beschwörst du jemanden und verkaufst deine Seele. Das ist ganz einfach. Nein, lieber nicht knacksen. Gar nicht knacksen. Ja, Leute, hast du das gehört? Immer wieder mit der Kreuzung, oder Reza? Ja, das sind die sogenannten Crossroads. Wenn ihr zum Beispiel den Film Ghost Rider mit Nicolas Cage anschaut, dort wird ja auch dieser Pakt mit dem Satan dargestellt. Und genau an so eine Kreuzungsweg, was er gerade meinte, dieser Mann, ich kenne den jetzt nicht, aber er scheint ja irgendwie Ahnung zu haben, an so einem Crossroad. Eine Million Abonnenten, Reza. Eine Million Abonnenten, ja gut, dann ist vorbei, der ist drin. Dann zeigt er eben der Film mit Nicolas Cage, dass er sich eben auf den Teufel einlässt, in einer Kreuzung, auf so einem Crossroad. Und ja, seine Seele dann dem Teufel verkauft dann, ne? Was ihr euch den Film anschauen, Ghost Rider. Aber hier, den hast du doch auch entlarvt. Den hast du doch auch vor Jahren entlarvt. Ja, genau. Du sagst das ja in seinem Video, ne? Ich habe meine Seele an den Shaitan verkauft. Ich bin ein Baller, ein Leben lang. Ich habe meine Seele an den Shaitan. Und dann machst du auch die Einauge-Geste dabei. Ich gab meine Seele an den Shaitan, sagt er, und macht gleichzeitig die Einauge-Geste und macht diese Satanshörner und das rote Auge.
Das ist so ja. krank, ne? Ja, das ist halt, das Problem ist ja, dass das Geheimnis jetzt rausgekommen ist, aber die, also normalerweise ist das ja nicht für die breite Masse gedacht, wenn sie diese geheime Symbolik machen, sondern halt für sich selber dann, ne? Ja, genau. Untereinander. Shalom, Gottes ja. Segen. Gottes Segen. Warte ganz kurz, bevor du was sagst, da wollte ich noch ein Video was zeigen, einen Moment. Leon Mascher, alle sind da drin, alle. Alle. Ich will noch mal was zeigen. Zum Beispiel auch, okay, du, ich muss das ganz kurz raussuchen. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Du suchst. Ich war heute bei einer Kirchenführung in einer sehr berühmten Stadt in Deutschland. Da war das Freimaurer. Nochmal, du bist abgehakt. Achso, ich war heute, ich mach mal kurz das WLAN aus, dir normales Internet und dann kann ich. Ich war heute in einer Kirchenführung, bei einer Kirchenführung in einer sehr berühmten Stadt in Deutschland und in der Kirche hing das Freimaurerzeichen, das allsehende Auge mit einem Dreieck. Ich habe gefragt, warum das Zeichen in der Kirche ist. Die Führer, der Kirchenführer meinte, dass das Zeichen, bevor es die Illuminaten genommen haben, früher ein christliches Symbol für die Trinität und das allsehende Auge Gottes war. Ja, natürlich. Ja, genau. Horus und die Pyramide aus Ägypten ist der Gott der Bibel. Ist klar. Ja, ja. Ja, ist also klar. Ich wollte es nur mal eine andere Meinung dazu hören. Ja, ja, die versuchen natürlich halt, diese Priester. Ne? Manche Priester sind natürlich dumm und die kennen das nicht. Ne, die haben das einfach so übernommen. Und manche Priester sind eben drin und sind involviert und missbrauchen dann halt Kinder. Ne? Und dann versuchen die durch solche dumme Antworten die Kritiker abzuwimmeln. Also du meinst, also ich habe das gar nicht verfolgt, ehrlich gesagt. Ich wollte das selber noch prüfen. Also du meinst, das ist 100% von Horus, also ist ein ägyptisches Zeichen. Satan, natürlich, der Satan führt ja die Großkirchen. Ob das die katholische ist, die evangelische, die orthodoxe, all die Großkirchen sind unter der Führung des Satans, mit einer falschen Lehre. Und er führt halt die Mitglieder dieser Großkirchen alle in die Hölle. Durch eine falsche Lehre. Durch Irrlehren. Durch Götzendienst etc. Führte sie alle in die Hölle. Der hält sie davon ab, wiedergeboren zu werden. Und hält sie in einer falschen Frömmigkeit, in einem falschen gläubigen Zustand, der aber nicht rettet. Ja, okay, gut. Ja, gut, die Kirche ist heute nur noch ein Museum. Das ist jetzt keine aktive Kirche. Ja, so ist das. Aber sie wird wieder eine große Rolle spielen in der Drangsalzeit. Sie wird zusammengeschlossen mit allen anderen Kirchen und sie wird wieder Macht gewinnen. Ja. Unter der Führung des Papstes dann, ne? Die gesamte Christen, das ist die Ökumene und die wird dann in der Neuweltordnung dann halt geführt von der katholischen Kirche. So wird das laufen. Aber der Herr wird auch mit der katholischen Kirche, also die Hure Babylon in Offenbarung 17, 18, dort beschreibt die Bibel eben die katholische Kirche, nämlich die Hure Babylon, die in Rom sitzt und die wahren Jesu Jünger getötet hat in der Geschichte. Und das sehen wir auch, dass die katholische Kirche eben die Brüder und Schwestern Herrn Jesus Christus, die waren. Oder hier war mein Stream, wurde gerade gemeldet, ich muss den neu starten. Na, schade. Reza, Gottes Segen, ne? Danke für deine Antwort. Kommst du wieder rein, Reza? Ja, ich komme wieder rein. Ja, danke.
So, Leute, nochmal alle teilen. Danke. Oh, nein. Oh Gott, das ist ja. Wie bitte? Ja. Ja, ich hab das was. Ich hab das Video. Ich will das jetzt einmal einblenden, dass alle das hier sehen. Ja, kannst du gehen, weil du bist. Ja. Jens Rositzka warnte die Behörden bereits 2016 vor Andreas V. Doch warum wurde diesem Mann, der arbeitslos war und in dieser Gartenlaube lebte, eine Pflegetochter zugesprochen? Warum verschwanden sichergestellte Datenträger plötzlich aus der zuständigen Polizeidienststelle? 155 CDs mit mutmaßlich kinderpornografischem Material einfach weg. Versuchten Polizisten etwas zu vertuschen? Es ist doch also eindeutig, dass da Leute von der Polizei was mit zu tun haben, ne? Ja, da habt ihr das gehört, ne? Ja, aber das ist den Menschen scheißegal. Ne? Und die Menschheit ist einfach so, wie sie ist, und deswegen wird sie auch gerichtet werden vom Herrn. So einfach ist das. Da wird auch keiner mehr im Gericht sagen, warum hast du uns in die Hölle geschmissen. Keiner. Weil die wissen ganz genau, dass das Gericht und die ewige Hölle sich also genau richtig ist, gerecht ist. Ja, weißt du, was ich aber auch komisch finde? Wenn du über den Islam redest, dann feiern dich alle Christen. Aber wenn du darüber redest und das aufdeckst, dann haben die Christen mit dir auf einmal ein Problem. Ja, weißt du warum? Es geht hier nicht darum, dass die halt den Islam als eine weitere antichristliche Religion, die der Satan erschaffen hat, einfach stigmatisieren. Sondern es geht denen darum, dass der Islam einfach nur eine Konkurrenz ist und sie haben Angst vor dem Islam, dass der Islam ihnen was antun könnte, die Mitglieder dieser Religion. Sonst wäre denen das auch egal. Verstehst du? Ja, ja. Du musst über was reden? Ich war gerade weg. Über welche Religion? Ich war gerade weg. Über was redet ihr? Nee, der Bruder sagt irgendwie, beim Islam sind die Christen irgendwie alle da, sind dagegen, aber wenn es um Satan geht und hier die Machenschaften der Satanisten und so weiter, dann sind die auf einmal alle so dafür. Ach so, ja. Verstehe. Da habe ich gesagt, nein, selbst dieses, wo diese Christendarsteller auch gegen Islam sind, das ist nur, weil die halt fürchten um ihr Leben hier in Europa. Die wollen halt schön leben. Ja. So fänden die auch gegen den Islam. Das ist ihnen vollkommen egal, ob der Islam die Gottheit des Herrn Jesus leugnet und die Bibel als verfälscht darstellt. Das ist ihnen vollkommen egal. Die haben nur Angst um ihr eigenes Hintern. Deswegen sind die gegen Islam. Sonst hätten wir auch dagegen. Das ist den scheißegal, den Leuten. So verdorben ist der Mensch. Du musst immer vom Allerschlimmsten ausgehen bei einem Menschen. Nie vom Guten, sondern immer von dem Allerbösesten. Dann liegst du immer richtig. Kann ich was sagen? Ja. Ich wollte mal fragen, ob ihr auch das Video von dieser Billie Eilish gesehen habt. Ja. Also diese satanische Botschaft. Ja, die hat ja, du meinst wahrscheinlich dieses Dämon, oder wie das heißt, das Lied, ne? Ja, genau, das wurde ja auch auf rückwärts abgespielt. Ja, da hat man diese geile Botschaft gehört. Ja, ja gut, das sind alle Stars, die da involviert sind. Billie Eilish ist jetzt eine von 5 Millionen, ne? Die sind ja alle involviert. Ja, aber das ist wirklich eine Hardcore-Satanistin. Die ist Hardcore. Das sind die alle. Zum Beispiel ja, gut, aber sie ist schon eine... Oh, ihr juckt das ja auch gar nicht hier. Hat sie auch mal in einem Video gesagt, ja, ich gehe in die Hölle. Interessiert mich nicht. Ja. Einfach so ganz locker. Ja, ja, klar. Ah, nee, hier Doja Cat hat doch jetzt auch. Doja Cat oder war das die andere? Wie heißt nicht? Doja Cat? Wer hat nun mal jetzt? Doja Cat. Die hat da Katastrophen. Die hat auf ihr Kopf sogar in ein Auge Geste. Dann kommt ein Dämon, packt die Kopf an, geht nach hinten, ihre Augen rollen nach hinten. Bei so einem Bart, da wurde alles schwarz. Das ist, die will diese Schlafparalyse repräsentieren, aber eigentlich repräsentiert sie einfach nur einen Dämon. Und da meinst du die nicht. Das ist jetzt ein ganz neues Video. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von Doja Cat ist oder von einer anderen. Die hat eine ganz andere Liga, ey.
Die hat das ja komplett offengelegt. Die ist ja direkt so von 0 auf 100 viral gegangen, bekannt geworden. Und die hat das einfach offengelegt, was sie ist. Die interessiert das kein bisschen. Ja, genau. Ja, ich meine, mein Vortrag ist ja jetzt schon fast 7-8 Jahre alt. Die hätten jetzt alle Christen hätten jetzt aufgewacht sein müssen, und die Dinge jetzt für sich selber sehen müssen. Weil jetzt, wenn der Heilige Geist dir deine Augen öffnet, dann siehst du ja die Sachen. Wie kann das sein, dass die Christen das alles nicht sehen? Und das nicht, also nicht wachsam sind? Ja, genau. Ja. Einmal, wo der Reza Vorträge gesehen hat, ne? Nur die Bilder, das war ganz, ganz, ganz früher. Nur die Bilder zum Beispiel in Facebook. Ja. Da habe ich sofort erkannt, die Zeichen waren da. Ich kannte mich nicht gut aus, ich wusste aber, die Zeichen sprechen für sich. Das ist kein Zufall. Ja. Ich meine, so verdorben sind einige Christendarsteller, dass sie sagen, ja, der Reza zeigt uns dieses eine Auge und die umgedrehten Kreuze, aber das umgedrehte Kreuz ist ein christliches Symbol. Also diese ganzen Stars an der Spitze sind Christen, die das Kreuz umdrehen, weil der Apostel Petrus umgedreht gekreuzigt wurde. So weit sind diese Verdorbenen bekloppt. Nee, vor allem Reza, wenn ich kurz was sagen darf. Ja. Es war folgendes, hast du ja auch mal in deinen Vorträgen gesagt, wenn du dir anschaust, da wird immer nur das Kreuz angegriffen. Also wird ein Erlauben auf einen Buddha zu sehen. Das ist mir auch mittlerweile aufgefallen. Ja. Es geht denn nur um diese biblischen Sachen. Der Herr Jesus, die Bibel, die Entrückung, die verspotten alles, die lachen sich über die verlorenen Menschen kaputt, die das nicht begreifen, die Christen, die nicht wiedergeboren sind und verschlafen sind. Ja, definitiv. Ja. Ja. Nee, vor allem auch dann auch diese ganzen Rockerbanden. Also ich habe mir früher fast täglich Rammstein angehört. Und wo ich mir da deine Vorträge angeschaut habe, da habe ich schon eine Abneigung bekommen. Ich habe ja erst damals überhaupt nicht verstanden. Ich habe einfach nur ihre Musik gehört, weil mir die Musik so gefallen hat. Ja, aber mittlerweile. Der Satan weiß ja, was den Menschen gefällt als Musik. Ja. Also er war ja ein Musikhersteller im Himmel, Tempelmusiker im Tempel Gottes. Und da weiß er schon, was Qualität ist. Genau. Und liefert dir auch gute Qualität. Genau. Damit du auch gefischt wirst, also die Menschen, und verführt werden. Ja, aber es ist auch langsam kein Zufall mehr, dass nur das Kreuz angegriffen wird. Das ist kein Zufall. Ja, aber die sogenannten Christendarsteller sagen, diese Leute drehen das Kreuz um, weil sie Christen sind und Apostel Petrus umgedreht gekreuzigt wurde. Die wollen dann halt sagen, dass sie halt Petrus nachfolgen, also Christen sind. Ja, genau. So ein Hirnriss haben die. So eine Verdorbenheit haben die. Ach, man muss eigentlich weinen um diese Leute. Ja. Das heißt, du kannst denen alle Beweise vor die Augen stellen, dann würden die sagen, ja, die haben das Kreuz eigentlich richtig rum, nur in dem Moment, wo das Foto gemacht wurde, ist denn das ausgerutscht. So, dass das umgedreht wurde. Ja, und da kannst du nichts mehr sagen. Du kannst ja gegen die unendliche Verdorbenheit ja nicht mehr ankommen. Ja. Auch wieder. Eine Verdorbenheit, wenn die begrenzt ist, kannst du ankommen und das umbiegen. Aber gegen eine unendliche Verdorbenheit, die für alles eine Ausrede findet und dann noch eine Ausrede, die total hirnverbrannt ist. Ja. Da kannst du nichts mehr machen, das ist vorbei. Na klar. Okay. Das heißt also, alle Satanisten, die das Kreuz umdrehen, ja, das sind alles Christen und sind Petrus-Anhänger. So verrückt sind diese ganzen Leute. So durchgescheuert. Ach, die Welt wird auch immer verrückter hier. Also die Menschen hier. Ja, die Menschen können ja eben verrückt sein, aber die Christen dürfen ja nicht verrückt sein. Die müssen wachsam sein. Die haben ja alle den ganzen Auftrag in der Bibel hier vom Herrn bekommen. Seid nüchtern wachsam. Ja, ich kenne das, ja. Aber die fangen an, den Satan und seine Schergen zu schützen. Das muss Christen schützen, Satan. Ja gut, aber Reza, ich muss ehrlich zu dir sagen, es gab auch schon ein paar Geschwister, die gesagt haben,
dass du ein bisschen überreagierst, dass du einer Sekte angehörst und so weiter. Das habe ich auch schon von ein paar mitbekommen. Ja, welche Sekte? Man muss den Namen der Sekte sagen. Welche Sekte denn? Ja, die meinten halt, du bist so eine Illuminati-Sekte, sagen die so. Dass sie bei jedem irgendwas Böses sehen, der und der hat seine Seele verkauft, der Genau, die Polizisten, zum Beispiel, wenn jetzt ein Psychologe Kinder betreut, dann ist er selber also ein Kindesmissbraucher oder was? Nur weil er damit zu tun hat. Weil er die Kinder betreut da. Oder wie? Nee, aber die meinen halt, dass du auch einfach verurteilst und auch den Leuten hier sofort das Heil abschließt. Es gibt die Natürlich, der Herr Jesus hat also die ganzen Apostel haben uns ja gewarnt vor falsche 50er. So der Apostelgeschichte 20, Vers 29, wenn der Apostel Paulus warnt, vor Wölfe im Schafspelz, die hineinkommen werden und die Herde nicht schonen werden. Ja. Da kann man nicht hingehen und einfach blauäugig sein. Ja, ja, ja. Das ist auch recht. Ja. Nein, aber diese Leute, die sowas sagen über mich, die würden auch sagen, ach Quatsch, den Satan gibt's ja gar nicht da. Den Dämonen, Satan und so weiter, hier mit Elite. Ja, die umgedrehten Kreuze sind nur, weil sie den Petrus lieb haben. Das sind die Leute, die auch sagen, Theresa ist eine Sekte. Also es ist dasselbe kaputte Gehirn. Ja. Weil du kannst nicht als mit gesundem Gehirn so eine kaputte Aussage machen. Das geht nicht. Das heißt also in allen Bereichen deines Gehirns hast du einen Schaden. Na klar. Der Herr Jesus sagt ja, ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und ein schlechter Baum kann nicht plötzlich gute Früchte bringen. Ja. Was auch, ja. Also die sind ganz, ganz schlecht. Also durch und durch 100%. Nicht jetzt 80% gut und 20% schlecht. Nein, sowas gibt es nicht. Durch und durch schlecht oder durch und durch gut. Gibt es nichts dazwischen. Keine Grauzone. Ja, genau. Das ist auch vollkommen. Ja, du, also ich gehe jetzt noch mal ein bisschen Bibel lesen, danach lege ich mich schlafen, muss morgen früh aufstehen, ne? Ja. Alles klar. Bis bald, dann Gottes Segen. Ja, dir auch, danke, euch auch. Ja. Tschüss. Ja. Bis bald, ciao. Gottes Segen. Gottes Segen, ciao. Vielleicht was sein. Ja, nicht nur hier durch den Brief, durch den Bericht hier im Fernsehen, hier über Lügde, den Missbrauchsskandal in Lügde. Was man jetzt gerade ausgestrahlt hat, dass die Polizei mit verwickelt ist. Normalerweise, das hat ja mit Christen nichts zu tun. Die Masse in Deutschland hätte aufstehen müssen und sagen müssen, Moment mal, was haben wir hier? Was ist hier los? Wie? Polizei ist mit drin. Das hat doch mit Christen, das ist was Menschliches. Du musst aufstehen, wenn auf einmal du herausfindest, dass der Staat in bösen Sachen drin ist. Da musst du aufstehen und zusammen das Ding niederlegen. Aber den Leuten ist das vollkommen egal. Sonst würden die ja sagen, Moment mal, was ist hier los? Was ist hier los mit der Polizei und dem Staat und so weiter? Es steht schon wieder Riese, das sei, was ist hier los? Das dürfen wir nicht so einfach auf uns nehmen. Wir müssen hinschauen und das Ding vervielfältigen, damit wir an die Verantwortlichen kommen. Aber Resa und ein paar Geschwister sind nur 5 Leute auf der Erde. Und die können nichts machen, weil der Rest verlobt ist auf der Erde. Und deswegen hat Satan mit seinen Leuten ja ein leichtes Spiel auf der Erde. Deswegen kann das Böse schön machen, weil es eben von Resa und seinesgleichen nur eine Handvoll Menschen gibt. Und die können nichts anrichten. Das ist das Problem. Nur deswegen gibt es das Böse auf der Erde. Weil von Reza und seine Sorten, wie der von den Geschwistern, hier nur eine Handvoll Menschen, mehr nicht. Deswegen ist die Welt so verschissen, wie sie ist. Ja, das ist der Grund. Weißt du, das würden wenigstens die Geschwister uns unterstützen, aber die greifen uns an. Und die sind ja keine Geschwister. Du meinst diese Christendarsteller, die Laodicea. Ja, genau. Nein. Die richtigen Geschwister unterstützen uns, die paar wenigen, die wir haben. So. Ja, aber der Rest da, diese ganze Fallobst da, die Masse, die kannst du vergessen. Ja, Gottes Segen erstmal, der dazugekommen ist. Hast du eine Frage?
Ja, Gottes Segen, erstmal. Ja, ich habe zwei. Ja. Oder ja. Ja, bitte. Hallo? Ja, hallo. Und zwar erstens, was haltet ihr eigentlich von Tyson Fury? Hätte ich auch mit drin. Weil in seinen Interviews ja penetrant, dass er den Herrn verherrlicht, weißt du? Und die Interviews, die, also fast in jedem Interview, und die Interviewer, die versuchen den immer abzulenken, ne, auf so ein anderes Thema zu kommen. So, ja, wie war der Fight aber eigentlich? Und der penetrant geht immer darauf, so, ja, der Herr Jesus Christus, er kann euch alle retten und ihr müsst nach ihm suchen und sowas. Und das ist ja. Ja, weißt du? Aber der macht das schön so, dass er dann halt die Christen verführt. Ne? Da ist ein Kampf gegen Tyson, gegen Deontay Wilder. Und dann sind die zusammen halt im Ring und da blutet der Wilder und dann leckt er das Blut von dem Wilder ab und genießt das Blut voll von dem Wilder. Kennst du das? Die Stelle ehrlich gesagt nicht, nein. Gib mal einen in YouTube gleich, Fury Licks Blood of Wilder. Da kommen die Videos. Okay. Ja, das und er trinkt das sehr gerne und macht richtig so. Lecker. Okay, das ist schon krass. Nein, erzähl mal das, Reza, mit den Dings da. Mit dem Tyson Fury, da wie der heißt. Wie heißt der? Tyson Fury. Erzähl das mal, wo er da so mit römischen Kostümen da, mit diesem Ritual in den Ring reingekommen ist. Der ist mit einem Ritual in den Ring reingekommen, mit so ein römisches Ritual da. Sehr heftig. Der Typ ist ganz, ganz oben bei diesen ganzen Satanisten durchgekommen. Das kann kein normaler Sterblicher da oben hinkommen. Die Satanisten lassen das gar nicht zu. Die machen die Freimaurer. Wenn du nicht da unterschreibst und deine Seele bekommst. Selber King of Kings, ne? In sein Instagram. Hat ein Königsbild gemacht. Warte, mach mich ja groß, Bruder, denn ich zeig mal das Bild. Ja, ja. Warte, ich suche das gerade, da. Ah, warte, muss nochmal. Da, da ist ein Fury. Wenn man die Kommentare ein bisschen runter macht, dann nennt er sich selber King of Kings. Genau, damit er auch schön angebetet wird. Und guck mal hier die Farbe seines Umhangs. Erzähl mal, Bruder, was rot bedeutet. Ja, purpur, roter Mantel hat er an. Das ist ja der Mantel, womit ja der Herr Jesus gekrönt wurde von den römischen Soldaten. Ah ja. Das heißt, er stellt sich anstelle des Königs, der König der Könige, der Herr Jesus. Okay. Warum? Ja, okay, weil die Christen ja ihn verehren. Ja. Er hat es geschafft, die Christen so zu verführen, dass sie ihn verehren. Boah, das ist auch der König, ja. Okay. Der König. Ja, so tief bin ich da gar nicht reingegangen, aber wenn ich das jetzt sehe, da lag ich echt falsch. Das hat ja nochmal einen Schuss gegeben. Ja, das ist ja sein Ziel. Daran hast du nicht gedacht, ne? Ja. Also ich habe das jetzt auch nicht so hart verfolgt. Ich habe das nur am Rand immer mal mitbekommen, weil ich so Interviews auf Instagram immer von dem gesehen habe. Da dachte ich ja, echt krass so. Muss aufpassen. Ja. Lass dich nicht verführen lassen. Na, definitiv nicht. Der Satan versucht durch solche Stars eben auch die Christen zu verführen, damit sie halt Götzen anbeten. Ja, damit sie halt seine Götzen anbeten. Und dann bist du in Sünde. Ja, das ist krass. Musst du Buße tun und Abschied nehmen von der Welt. Na, ich habe ja nichts mit dem zu tun gehabt. Ich habe den jetzt nicht irgendwie so vergöttert oder sonst was. Ich habe das nur halt mitbekommen und das hat mich halt interessiert, weil ich gerade darüber gesprochen habe. Ja. Ich habe mit dem nichts zu tun, mit dem Tyson Fury. Der interessiert mich nicht die Bohne so. Ja. Aber okay, meine zweite Frage wäre, also es ist ja so, dass wir als Christen, wir sollen ja, der Jesus Christus hat ja gesagt, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt noch die andere hin. Ja. Also
ich bin ja auch als Christ bereit, auch einzustecken für den Herrn. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn wir sehen jetzt zum Beispiel eine Frau und sie wird vergewaltigt, dann können wir ja nicht einfach jetzt daneben stehen, so, ja, ich bin ein betender Mann, Jesus Christus, bitte mach etwas dagegen. Nein, da müssen wir auch körperlich müssen wir auch körperlich schlagen, so, also die Frau wird verteidigen. Also beim Vergewaltiger ist ja so, wenn der macht das ja, weil er denkt, dass er nicht gesehen wird. Sobald das jemand sieht, dann lässt er schon los, weil die machen das ja im Geheimen. Ja. Ne? Dann laufen die davon. Du musst nur dazukommen und sagen, ne, schreien und sagen, hey, aufhören. Dann werden die schon von alleine Angst kriegen und davonlaufen. Okay. Okay. Ne? Um andere musst du schützen, aber dich selber nicht. Genau. Das ist ja, ein Christ sollte ja auch die sich nicht verteidigen können, beschützen, ja, die helfen. Festhalten, bis die Polizei kommt. Ja, das ist jetzt im Ermessen des einen selber, ne? Ja. Okay. Ja, aber der Herr wird ihn da schon irgendwie schon bestrafen, ob der jetzt davon kommt oder nicht. Vielleicht hat der Herr auch Gnade mit ihm. Ne? Ja. Man kann ja niemals eine zu schlimme Tat machen, dass der Herr ihm nicht vergibt. Ne? Wenn wir uns Paulus angucken, was er alles gemacht hat. Ja. Der hat auch Vergebung verdient. Das heißt, jeder Mensch hat Vergebung verdient. Egal, was er für eine schlimme Sache gemacht hat. Jeder Mensch hat Vergebung verdient. So der Herr guckt nicht auf die Taten, er guckt nur auf das Herz. Ja, so ist das. Okay, eine letzte Sache noch, Reza. Hast du das Video gesehen von UFO 361, von seinem Konzert, was da abging? Ja. Dieses satanische Ritual. Das war heftig. Ja, gut, er ist ein Christ. Das war heftig. Er macht das nur so, damit er halt aufmerksam macht, dass es so die Macht gibt und so, aber der ist ein guter Mann, der ist Christ. Für die meisten Christen. Aber das, als ich das gesehen habe, das ist sehr heftig. Diese Konzerte, das ist ja wirklich ein Riesenpunkt für Rituale. Und die Menschen, die bemerken das nicht. Die tun mir so leid. Die gehen dahin, die denken, die hören sich jetzt irgendwie Musik an. Hallo, dabei ist das ein Riesenritual, was da passiert. Hallo, du kannst doch nicht über einen Bruder am Herrn so reden, hallo? Was ist denn los mit dir? Bitte richte nicht, ja? Ja, sorry, ich habe mich vergessen. Damit du nicht gerichtet werdest. Amen, so sieht's aus. Wir müssen zu den Ältesten gehen und da müssen wir das erklären. Genau. Ja. Und mit dem Bruder UFO muss man auch Traktate verteilen. Ey, für so einen ist es zu spät, ne? Der kann nicht mehr Buße tun, oder? Natürlich nicht. Der ist schon längst versiegelt. Der ist vorbei mit ihm. Der ist so im Dienste des Satans. Aber ich kann dir ein Video zeigen. Ich zeig dir ein Video. Guck mal, hier macht der Werbung mit Blut trinken. Zeig mal. Er sagt, komm mit uns mit Blut trinken. Die Leute, teilt den Stream. Wir müssen hier 200 Leute hier reinbekommen. Hier. Genau, Leute. Liken, teilen, damit diese Informationen an so viele Menschen wie möglich kommt. Vermittelt. Und auch die Illuminati. Ja, ich kenne das nicht. Das ist heftig. Mit uns. Freitag. Und der sagt das so ganz offen und ehrlich: komm mit uns Blut trinken. Mal, damit ich das eine Video zeigen. Ja, gut, der meint wahrscheinlich Abendmahl, wir Blut trinken, ne? Dass man sich, also das Blut des Herrn meint er wahrscheinlich. Ach so, ja gut, dann. Oh Mann. Leute, guckt euch mal das hier an. Das ist auch sehr heftig, das muss ich denen einmal zeigen. Das ist ein Lehrer, der 1 Million Abonnenten hat, und guckt euch mal gleich die Fratze von ihm an. Passt mal auf, was gleich passiert. Ja. Mach mal die 666 über dem Auge. Wie meinst du das so? So? Ah, der kennt das. Meinst du das hier? Ja. Oder was meinst du? Ja, finde ich. Ich sage nicht. Die kann ich nicht so schnell vergessen. Mehrzahlzahlen. Ja, eine Person sagt, ich habe meine Seele in den Teufel verkauft. Für. Das. Wir kommen der Sache schon näher. Na, du machst Spaß. Ich kann es nicht glauben. Du meinst es nicht ernst. Du meinst es nicht ernst. Kann mich wahrscheinlich sagen. Oh, seine Augen. Oder vertrauen? Seine Augen. Okay, alle Leute, passt gleich die Fratze auf von ihm, was gleich rauskommt. Er hat gesagt, soll ich es machen, deswegen. Ich weiß nicht warum, aber. Ich habe da jetzt Foto gemacht. Und dann Expose-Video.
Okay, morgen zu meinem Geheimnis. Sag ehrlich. Boah. Hast du es gesehen? Spur zurück, Spur zurück. Wow, was ist das? Warte. Da. Junge. Ist das nicht krank? Ja, das ist ein Christ, ein Lehrer, der das Licht des Herrn in sich ein hat. Ein Lehrer. Oh Mann, ey, was ist das ein denn? Einfacher Lehrer. Wie das ist ein ganz normaler Christ, der eben das Licht des Herrn in sich hat, ne, und mit der Laodicea zusammen betet. Aber guck mal nochmal, was der macht. Das Licht auch aus seinen Augen da gerade aus. Guck mal jetzt, pass auf, hör mal hin. Ich habe jetzt Foto gemacht und dann Ex-Post-Video. Er sagt, woher weißt du mein Geheimnis? Hört mal hin. Okay, woher kennst du mein Geheimnis? Sag ehrlich. Das gehört nach Roma. Ja. Okay, woher kennst du mein Geheimnis? Sag ehrlich. Da habt ihr das. Das ist richtig ein Dämon, der sich da gerade manifestiert hat. Nein, das ist Halloween. Schlimm, schlimm, schlimm. Der Teufel, der macht sich richtig darüber lustig, ja, dass das keiner, dass sie das alle nicht schalten. Ja, wir dürfen nicht richten. Ja. Sechtig. Oder bitte nicht, auf dass die nicht gerichtet werden. Genau, bitte hör auf damit. Ja, bitte, bitte. Ja. Das sind so diese lauwarmen Christen, die sagen sowas, ne? Du darfst nicht richten und sowas, das ist krass. Guck mal, die kennen gar nicht 1. Korinther 5, Vers 12, da steht geschrieben, habt ihr nicht die was zu richten, die in eure Gemeinde sind, die außerhalb der Gemeinde sind, die sind schon gerichtet. Man muss ja das Böse aus der Mitte ja wegtun, du musst das Spreu von dem Weizen trennen, sonst passieren doch nur Lehren. So sieht's aus, so sieht's aus. Hast du eine Frage, Gottes Segen? Hallo? Ja, Gott hallo. Was ist denn da? Ja. Ich bin nur auf Versehen hochgegangen, also hast mich hochgenommen, hab gar nichts gedrückt. Nein, du hast mir die ganze Zeit eine Anfrage geschickt, die ganze Zeit. Nee, hab ich nicht. Doch, wirklich. Dann bin ich vielleicht aus Versehen mit Daumen darauf gekommen. Alles gut. Aber es ist auf jeden Fall spannend, das zuzusehen und viele Sachen, die man vorher nicht so im Auge hatte oder nicht so gesehen hat. Das ist auf jeden Fall schon heftig. Schon krass. Ja, wenn du eine Frage hast, kannst du gerne fragen. Spann dich aus. Ja, das ist jetzt hat man so viel im Kopf, der irgendwie da kommen ist, da ist im Moment keine Fragen kommen später so, wenn du erstmal darüber nachgedacht hast. Und es ist einfach zu heftige Kacke hier. Das ist krass. Ja. Auf jeden Fall spannend. Ja, da wollen noch welche hoch. Warte mal. Renaldo hat doch ein gutes Herz. Na gut, dann tue ich euch mal raus und dann kommt jetzt der nächste. Ich tue euch mal beide raus. Ja, ja, auf jeden Fall. Ey, Gottes Segen euch, ne? Auf vielen Dank. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Auf, ciao, ciao. Ciao. Ronaldo hat ein gutes Herz. Ja, der Satan hat auch ein gutes Herz. Der wird nur missverstanden. Ja. So. Der wird nur missverstanden. Man muss ihn unterstützen, den Namen. Unter die Arme. Hallo? Man muss ihn unter die Arme helfen, unter die Arme greifen. Ja, der kommt jetzt hochgekommen. Der ist hochgekommen. Hallo? Ja, jetzt macht er Kaffeepause. In der Zeit, wo er Kaffeepause macht, zeige ich euch nochmal ein Video. Ja, hört euch mal das an. So. Ja? Ja, was willst du machen? Ich will dich gerne treffen. Und dann? Mit dir reden. Warte, ich zeig das andere Video, wo er zugibt, dass er seine Seele verkauft hat. Ja. Und am Hauptbahnhof, Gleis 13, 3 Viertel. Das ist so unterirdisch irgendwo, ne? Irgendwo, genau. Dann geht da eine Tür auf Gleis 13, 3 Viertel. Du kannst ja gucken in Aschaffenburg, wie viel Gleis es gibt. Und da ist wirklich eine Wand. Und wenn du dann hinten an dem Stein ziehst, geht eine Tür auf, in den Keller. Ja, ja, ja.
Und die Leute da im Chat, die raffen gar nichts. Die kriegen gar nichts mit. Nein, die haben sich auch nicht gecheckt. Die haben noch lange nicht die Weitsicht mehr. Wie oder so? Dann ich habe mal noch eine Frage. Du, dein erstes Video ist doch viral gegangen, wo du im Zug deinen Freestyle gemacht hast, ne? Das ist richtig. Hast du schon davor unterschrieben oder war der Vertrag danach? Das weißt du doch besser als ich, oder? Also davor wahrscheinlich, ne? Ja, gell, weil sonst wäre das Video doch niemals so viral gegangen. Wir reden ja von mittlerweile alleine 30 Millionen Aufrufe von diesen Zugvideos. Ja, ja. Das hätten die ja vorher nicht gemacht, ganz klar. Hast du mit Blut unterschrieben? Nee, mit Ketchup. Habt ihr gesehen, Leute, wie der sich so totlacht? Der macht, glaube ich, Spaß. Ja, okay, gut, dann gucken wir uns mal ein Bild von ihm an. So, wir halten das jetzt fest. Hoppala, was ist denn das hier, Leute? Was ist denn das? Bruder Reza, guck mal, Bruder Pablos, guck mal auf den Finger. Er macht die einen auf. Ist ja nur Spaß. Ja, der macht Spaß, Leute. Seht ihr das? Ich hab's ja voll vergessen. Der ist ja ein Bruder im Herrn. Okay, das tut mir so leid, Leute. Der ist ein. Warte, Leute, das ist noch nicht alles. Wartet bitte. Okay, guck mal, da haben die Schredder auf einem so. Okay, krass. Da war ich jetzt selber verblüfft. Nein, Leute, was sind das für Hörner, die hinter seinem Kopf da sind? Was ist das hier für ein Bild? Hier die oben, die Hörner. Wie könnt ihr so über euren Bruder reden? Tut mir leid. Ja. Oma, die stolze Satellistin hoch. Ich will sie mal was fragen. Ja, die ist da mit ihren Hexenkessel beschäftigt. Die muss da Zauberei betreiben. Was ist mit Pietro und sag mal bitte Pietro Lombardi. Hä? Pietro Lombardi, du musst einmal aufdecken. Die haben gefragt, was mit Pietro und Katja Krasavic. Hab ich doch schon. Ja, ich frage jetzt auch gerade jemand. Ja. Pietro ist auch drin. Kann ich euch zeigen? Zeige ich euch. Nee, der Hexenkessel ist ja. Hol mal die Schurze Satanistin hoch. Ich will sie wirklich mal was fragen. Nein, nur wenn sie mir eine Anfrage schickt. Ich will nur, wenn sie mir eine Anfrage schickt. Komm, Schurze Satanistin, komm mal nach oben, bitte. Ich habe eine Frage wegen deiner Rituale, die du hier vollziehst. Die hat mir einmal erzählt, dass sie die ganzen Dämonen ja selber sieht und mit denen redet. Ja, die sieht sich selber im Spiegel. Ich beweise euch, dass Pietro auch eingeweiht ist. 2 € Lippenstift-Ritual. Hier, Leute, hier habt ihr das mitten ins Gesicht. Hier. Zeige ich euch jetzt. Der Einzige, der damit alles nichts zu tun hat, wirklich, das ist Satan selber. Der hat damit nichts zu tun. Aber ja. Aber der Satan selber nicht. Die Stars haben mit Satan zu tun, aber er hat damit nichts zu tun. Bruder Reza, ich kann dir was erzählen wegen DSDS, ne? Warte mal bitte ganz kurz. Hier seht ihr das. Hä, was ist passiert? So. Hier sehen wir das Coverbild. So, und hier sehen wir das Coverbild nochmal. Hier sehen wir die Ein-Auge-Geste. Ich kann dir was erzählen wegen des Bruder Reza. Durch einen gewissen Kontakt, ne? Ja. Habe ich erfahren, weil die haben da mit Pietro Lombardi gesprochen, ne? Mit denen geredet. Und die haben den gefragt, ja, wie wird man eigentlich hier? Also die haben gesagt, sind die Anrufe, wenn man bei DSDS anruft, echt oder
Der hat gesagt, nein, das ist einfach nur Geldmacherei. Der Dieter Bohlen wählt einen aus. Na? Wenn Dieter Bohlen meint, du bist es, du sollst das da werden, dann wirst halt du halt das da. Da hat keinen Einfluss auf. Nur der Dieter Bohlen hat diesen Einfluss. Ja. Oder hier Joyce Meyer. Hier wird Joyce Meyer. Leute, Joyce Meyer hier mit umgedrehten Kreuzen. Hier sehen wir die umgedrehten Kreuze, umgedrehtes Kreuz. Hier. Also ist ein Petruskreuz. Ja, das ist Dings da. Das war ihr Vortrag, wo sie über Petrus geredet hat, über das Kreuz. Ja, das war das. Ja, das ist ernst Zufall. Gemeint. Das ist Zufall. Tut mir leid. Das ist alles Zufall. Alles ist zufälliger Zufall. Ja, aber schon heftig, ne, was man alles sieht. Ey. Aber es ist alles kein Zufall, ne? Also diese Leute, die sind schon heftig drauf, ja. Ich habe durch andere Kontakte ja mit Rapper Fahrt zum Beispiel. Na, die sind alle da drin. Die sind alle so heftig drin. Das ist schon heftig. Ja, das meint er nicht so ernst. Dieses Auge ist halt. Ach so, ja, der, ja. Der verdeckt das Auge einfach, weil er Augenschmerzen hat in dem Moment, ne? Und denkt, oh, ich habe Wasser auf dem Herz gelassen. Upp. Und dann schlägt er sich so auf den Kopf. Und weil es so weht hat, muss er seine Augen nach hinten gehen. Genau, und genau dann ist auch das Fotoshooting. Ne? Und dann das Auge da, dass das halt so weiß ist, weil er eben ein guter Mensch ist, sein Licht im Inneren von seinem Herzen, dieses wunderbare Licht von seinem Herzen scheint durch sein ein Auge durch. Oder Lisa, du musst einmal aufdecken. Das Licht der Laodicea scheint durch sein Auge. Hier ist das Auge hier. Logan Paul. Ja. Oder Lisa, du musst einmal aufdecken. Die Menschen gehen dann in ein Konzert, ne? Ganz entspannt, ein Konzert, möge es jeden einer sein. Vielleicht so ein Schlager. So, was machen die Menschen? Ihre Hände nach oben, schreien, rufen den Namen. Erzähl mal, was ist das? Was ist das? Das ist ein Gottesdienst. Nur die Menschen raffen das nicht, dass Satan sie in einen Gottesdienst hinein verfrachtet hat, verführt hat. Ja, Logan Paul, der ist wahrscheinlich da. Kinderklinik, wo alle Kinder schlafen müssen, und deswegen sagt er, sei ruhig alle, ne, damit die Kinder schön weiter schlafen können. Der ist besorgt halt um den Schlaf, ne, von Mensch oder seine Nachbarn. Und wenn die jetzt da den Gottesdienst da machen, diesen Konzerten, was ist das? Warum Hände nach oben? Was hat das an Bedeutung, Hände nach oben in der Bibel? Ja, das Wort Gottes sagt ja, ich will, dass heilige Männer ihre Hände aufheben zum Gebet, im Gottesdienst. Und das heißt also, Leute, die ihre Hände hochheben zu dem Star nach vorne, die machen da so eine Art Gottesdienst. Der Star da vorne ist eben der Götze, deren Gott, den sie zujubeln, anhimmeln, vergöttern. Und da wird ja auch Musik gespielt, so wie in der Gemeinde, ja? Lobpreismusik, alle Leute stehen, Hände hoch, in Gebetshaltung. So ist das, der Satan macht er das dasselbe auch natürlich mit seinen Stars und verführt die Menschen auch in so einem Konzert, das nichts anderes ist. Fußballspiel, ja? Fußballspiel, wo die Stars, die Götzen da unten sind und die Menschen da einfach in einen Gottesdienst verfangen sind. Die verehren halt diese Fußballstars. Und die Fußballstars zum Beispiel, wenn sie ein Tor machen und der Lobpreis der Menschen kommt, dann machen die halt sofort, dann machen die halt sofort ihre Arme hoch zum Kreuz und laufen so durchs Stadion. Habt ihr schon mal gesehen, ne? Ihre beiden Arme hoch zur Seite mit dem Zeigefinger ausgestreckt. Der Hohepriester. Und laufen dann so als Gekreuzigter durchs Stadion und lassen sich verehren als Antichrist anstelle des Herrn Jesus Christus. Ne?
Wenn er fragt, was ist in Gemeinden, wenn man singt und Hände hoch ist, ist das okay? Singt und Hände hochhebt. Natürlich ist das okay. Du kannst beten, wie du willst. Du kannst Hände unten, Hände oben, wie du willst, je nachdem, wie der Heilige Geist. Niemand kann beten, sondern Lobpreislieder singen. Du kannst machen, wie du willst. Es gibt da kein Dingens wie beim Islam, dass du dann halt deine Hände unten haben musst oder irgendwie gekreuzt vor dir halten musst oder irgendwie sowas. Nein, wir haben solche Rituale nicht. Wenn ja. jemand auf Amir live kommt. Oder Amir ist jetzt live? Nein, weiß jemand, ob er live kommt. Das weiß ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Es ist schon spät, ne? Ja, eine späte Stunde. Ich glaube, der macht eine Pause heute. Bruder Risa, ich wollte einmal einen Vers vorlesen. Ja. Epheser 5, 11. Also, ich lese Vers 10. Prüft also, was den Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schädlich auch nur zu sagen. Schändlich. Schändlich, Entschuldigung. Schändlich, ja, genau. Ja, schändlich, tut mir leid. Ich sehe das ein bisschen verschwommen. Ich brauche bald eine Brille. Schändlich. Und kannst du einmal was dazu sagen, mit dieses heimlich und... Ja. Wir natürlich durch den Heiligen Geist sind verpflichtet, das Böse aufzudecken auf allen Ebenen. Das Böse, also der Satan, agiert ja eben auf allen Ebenen, auch innerhalb der Gemeinden, innerhalb der Kirchen. Und das dürfen wir nicht einfach hinnehmen, sondern wir müssen das Böse, Satan, auf allen Ebenen aufdecken. Und es ist ja so, dass das Wort Gottes sagt, was von ihnen ausgeht, ist sogar schändlich zu sagen. Das heißt, die treiben sowas Schlimmes im Geheimen, dass man das Aussprechen sogar so eine Schande ist, dass das so dreckig ist, was sie treiben im Geheimen. Ich wollte noch einmal was vorlesen aus Matthäus 4, Vers 8. Da steht ja geschrieben, wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Ja. Und hier sehen wir auch, dass der Teufel ihn auf einen hohen Berg zeigt und ihm alle Reiche der Welt, ihre Herrlichkeit. Ja. Ihm ist diese Herrlichkeit gegeben, er ist ja auch der Gott dieser Welt. Der Fürst dieser Welt und deswegen auch dieses eine Auge hier, weil sie ihn verehren. Genau. Und da sieht man auch, dass der Satan eben sagt, wenn du mich anbetest, das heißt also, diese Leute, die eben diesen Pakt mit dem Teufel eingegangen sind, sind Teufelsanbeter. Ja. Und weil er neidisch ist auf den Gott der Bibel, der auch Opfer angenommen hat, Tieropfer zum Beispiel, ja. Ja. Damals die Opfer zur Besänftigung der Schuld der Menschen, ne? Und jetzt im Herrn Jesus Christus eben seinen eigenen Sohn geopfert hat zur Besänftigung, so setzt der Satan dasselbe auch, nur halt der verkehrt diese Tieropferungen und so weiter ins Böse und macht das mit den Menschen, eine Menschenopferung. Heftig, das ist das so heißt, heftig. Also, wenn du den Teufel anbeten willst, reich, um reich, berühmt zu werden und so weiter, dann musst du auch Opfer bringen für ihn. Ja. In Form von Tier oder halt Menschenopfer. TikTok-sportlich. Ja, das ist so Wahnsinn, ne? Mhm. Aber man liest ja auch zum Beispiel in Jesaja 14, Vers 12 den Fall, Satans. Genau, da steht es auch drin. Wie bist du vom Himmel herabgefallen? Oder auch, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Genau. Märchen aus dem Paula Garten. Nee, das ist kein Märchen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Warum nennst du dich nicht demütige Satanistin? Guck mal, Bruder Reza, die hat hier ein umgedrehtes Kreuz. Und die weiß bestimmt nicht mal, was das eigentlich ist. Ich weiß nicht, was auf dem
Die soll eine Einladung schicken und mal hochkommen. Und die soll einmal reden. Ich will, ja, ich will über das reden, wo sie letztes Mal einmal angefangen hat zu reden, mit ihrer Dämonen, wie sie mit denen redet. Nein, das will ich nicht reden. Weißt du warum? Weil entweder wenn sie drin ist in der Loge, dann wird sie natürlich versuchen, alles ins Lächerliche zu ziehen. Und ja, nee, die ist nicht in der Loge. Die ist nicht. Die macht einfach Hobby. Das ist eine Hobby-Satanistin. Das weißt du nicht. Das wissen wir nicht. Und wenn sie eben nicht in der Loge ist, aber selbst wenn die nicht in der Loge ist, dann was wissen wir mit der reden? Die rafft ja gar nichts. Nein, nee, die also meint Pentagram? Ja selber, die hat mit Dämonen geredet, deswegen. Ja, die Pentagram meint, die bittet um Heilung. Ja, ja, genau. Ja, hallo Gottes Segen, hast du eine Frage? Hallo Bro, grüß dich. Na, wollte nur kurz hoch, Gottes Frieden, Geschwister, wie geht's euch? Ganz gut, danke. Und dir? Gut, ja. Der Herr kommt bald. Ja, Amen. Amen, wunderschön, ja. Bald. Wir erwarten den Herrn diese Serie Sekunde zur Entrückung. Ah, Bruder ja. Reza, ich will ganz kurz ein Video zeigen, dass ja. du das den Zuschauern einmal erklärst. Das ist auch ja. sehr wichtig. Ja. Ich mach das noch einmal groß. So, einen Moment. Ja, das ist ja auch viral gegangen. Das ist doch sehr bekannt. Das gibt ja einen Anruf mittendrin, wo er diese Geheimnisse preisgibt. Da kriegt er einen Anruf und dann ist er auf einmal voll ruhig. Ja, der redet auch einmal, ne? Ja, macht er ja dieses Zeichen und versucht dann halt das Ganze ins Lächerliche zu ziehen, aber dann fängt er an, irgendwie zu sagen, come on, du gehörst dazu, ich gehöre dazu, wir gehören alle dazu, sonst wären wir nicht alle hier oben. Und das wird dann Jim Kimmel da langsam zu heikel und dann kriegt er auf einmal einen Anruf. Der ja, ich spiel das mal vor, ich spiel das mal ab. Ja, zeig mal zusammen. To blow the lid off it, to be the whistleblower. I'm sick and tired of the secrets and the lies. It is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it, and it is the all-mocking tongue. So, der hat gesagt, dass du auch ein Teil davon bist. I'm sick of it. I want everybody to be in on the joke, man. You know what I mean? For years now, talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, stuff like that, make you happy and docile so you don't know what's really going on. You know, like out in the woods in a circle naked and they decide these things and, you know, and... Ja, siehst du, der sagt so nackt im Wald hier und sie gehen auch raus in den Wald nackt und entscheiden diese Dinge. Ja. TikTok sportlich. Aber das ist dieser mit Tom, oder, Reza? Bitte? Das ist dieser Typ mit dem Fahrrad, ne? Mit dem Fahrrad? Hier, Bruder Reza, jetzt kennst du den Jim Carrey? Das ist der mit der Maske. Ja, die Maske, der Film. Das ist das war, Jim Carrey. Ah, ja, die Maske, deswegen komm mal. Ja, ja. Ja, da kriegt er den gerade Anruf. Seht ihr? Und dann ist er ruhig. I was temporarily interrupted by my iPhone 6 Plus. Siehst du, die haben den durch Mind Control, der sagt, mein iPhone hat mich jetzt unterbrochen. Das heißt, er hat einen Anruf bekommen, ein Codewort, dass er nicht zu viel quatschen soll. Und diese, weil er unter Bewusstseinskontrolle steht, die haben nur ein Codewort gegeben, ja? weil dieser Mann, dieser Jim Carrey, unter Bewusstseinskontrolle steht, weil er selber da drin ist, als Kind schon. Programmiert ist, unter Monarch Mind Control steht. Und dann brauchen die Leute, die ihn eben unter Kontrolle haben, einen Anruf zu tätigen und ihm diesen Codewort zu sagen, damit er Stillschweigen bewahrt. Ja, und das macht er auch. Die haben das Codewort durchgegeben, was weiß ich, was sie festgelegt haben für ihn. Keine Ahnung. Disney. Sag mal ein bisschen mehr, Bruder Denny. Ja, und dann ist er ganz anders. Ich dachte, der Typ ist ja auch dieser eine, der mit dem Fahrrad ist, mit diesem Tom. Kennst du den? Nee. Nein. Tom Turbo. Tom Turbo. Aber merkst du auch, wie der so unter MK ist, ne? Auf einmal eine komplett andere Persönlichkeit. Ja, klar. Ja, den das ist ein anderer Mensch durchgeben. Zum Beispiel gibt es auch ein gutes Video von diesem MMA-Kämpfer, diesem Superstar da, der Conor McGregor. Ja. Da fängt er an, halt so ein bisschen komisch zu werden, so ein bisschen halt überlaut.
Und dann kommt der Moderator, der auch eben die Schlüssel zu seiner Mind-Control-Programmierung kennt, auf ihn drauf zu und gibt ihm dieses Satanshörner mit seinen Fingern. Und dann siehst du, wie der Conor McGregor auf einmal plötzlich aufhört und einfach wie so ein Roboter da steht und sich nicht mehr bewegt. Gib mal ein in YouTube, Conor McGregor, MK Ultra. Okay, warte, ich mach das. Warte. I've spent a lot of time in the office playing everybody in the company. Man sieht das nicht, Bruder. Warte. Und der Danny in der Bruder Risa, in der Zeit, erklär mal, was Mind Control ist, dass die Leute das verstehen. Ja, Mind Control, der Satan, eben programmiert seine Diener von Kindesbein an, vom Baby an. Also das heißt, also diese Kinder, diese Elite auch zum Teil, zum großen Teil, sind in solchen satanischen Familien hineingeboren, die intergenerationell einfach ihre Kinder programmieren und die Eltern sind selber auf Programmierte, also die wurden selber programmiert und dieses Prinzip geht weit zurück. Das geht weit bis Jahrtausende zurück, dieses Mind-Control-Programmierung. Und das geschieht halt mit diesen satanischen Ritualen. Das Baby wird dann halt da mit reingenommen von Anfang an, wird traumatisiert und dann einem Dämon übergeben. Oder verschiedene Dämonen kommen dann in diesen Menschen hinein. Und wenn das Kind gefügig ist und den Dämonen schön gehorcht, wird er auch eingesetzt von den Satanisten, von Satan. Wenn nicht, dann wird er halt eliminiert. Ne? Dann werden die entweder geopfert, TikTok-sportlich, oder anderweitig eben halt entsorgt. Wie heißt das Video? Conor McGregor MK Ultra. Ja, oder Mind Control. Ja, die haben gerade den Stream gemeldet, ne? Haben die den Stream gemeldet? Ja. Steht da Warnung? Ja, steht Warnung, Beschränkung. Warte neu. Kann doch nicht wahr sein. Aber wo ist das jetzt? Ich suche gerade das Video. Bruder Reza, kannst du das raussuchen, mir schicken? Ja, warte. Ich schicke das doch. In der Zeit starte neu, Bruder Danny. Genau, starte mal neu. Nicht dir wehtun. Ja, wo sind denn jetzt die anderen? Ja, komm rein. Steh auf gerade. Gottesfrieden. Bitte Schäger. Ja. Hast du das Video gefunden, Bruder? Ja. Na bitte, Bruder Daniel. Ich hab's gesucht, ich hab's nicht gefunden. Zeig mal. Hallo. Wo ist Bruder Reza und Bruder? Das ist Bruder Reza und Bruder Pavlos. Wo ist Bruder Reza und Bruder Pavlos? Hm. Bruder Reza und Bruder Pavlos. Gottes Segen. Gottes Frieden. Ich finde das Video tatsächlich nicht mehr. Das sieht so aus, als ob sie das Video aus dem Netz genommen haben. Das Mind-Control-Video von Conor McGregor. Aber ich habe noch ein anderes Video gefunden. Ja. Na, guck mal hier, Bruder Risa. All right, you have to help me with your fans because they were a little worried about you. They saw this video of your eye twitching. Are you okay? You mean this one? Yeah, my party trick.
Was ist da? Was ist der los? Das mit der Sängerin, die Rapperin, da wo sie wirklich stehen bleibt und die mit dreimal berühren, dann sie wieder weitermacht. Kennst du das Video? Ja. Warte, ich such das auch gerade. Ich weiß nur nicht, wie die Rapperin gerade heißt. Und der Basketballspieler auch beim Interview. Auch Shaquille O'Neal. Ja, das mit Doja Cat ist auch gut. Das Town, the, wie heißt das Lied nochmal? Town. Years ago today, Elvis Presley passed away. Ken Rockabone Marcone says in his great song Walking in Memphis, there's a pretty little thing that needs to be done. Yeah, we're going to stop, ne? Habt ihr das gesehen? Wie so eine erstarrte Statue, das ist Ja, bei den einen Politiker ja auch. Da musst du auch an der Hand angetippt werden, dass er. Sieht man ja auch. Ja, warte, ich suche mal das andere Video. Da gibt es auch echt verstörende Videos. Ich guck mal, ob ich das auch finde. Das mit der Rapperin, das ist auch die, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Das ist nicht Kylie? Nee, wie heißen die nochmal? Die, wo sagt, die hat ein bisschen Jung in sich. Wie die alles? Ja, ah, ich weiß, Nicki Minaj? Genau, Nicki Minaj. Mach mal Nicki Minaj. Ich finde es heftig, Bruder. Ja, bei uns ja auch Doja Cat extrem. Bruder Reza, Bruder, die fragen dich, wie verkauft man seine Seele? Okay, in the club, in the... Man sagt, zu einfach verkaufen. Es ist einfach nur ein Deal, was du eingehst, wenn du bereit bist, den Herrn Jesus eben zu verraten, also zu verkaufen für ein bestimmtes Geld, was du bekommst vom Satan. Und du gehst diesen Vertrag einfach ein. Das geht dann in der Freimaurerei, weil die Freimaurerei eben Satans rechte Hand ist hier auf Erden. Und dann gehst du hin und die werden dich anwerben. Oder du bist halt in diesem satanischen Freimaurer-Familie von Grund auf hineingeboren. Und dann unterschreibst du mit deinem eigenen Blut. Und dann wird auch ein Baby. Ja, aber wenn sie unterschrieben haben, gibt es dann auch die Rettung für sie? Nein, die wissen ja ganz genau, dass es den Herrn Jesus gibt und dann lassen sie sich ja bewusst auf Satan ein. Ganz bewusst. Die studieren die Bibel. Ja. Genau. Und dann kämpfen sie halt. Ab dem Zeitpunkt sind die halt im Dienste des Satans gegen den Herrn Jesus Christus. So wie die Dämonen ganz am Anfang sich auf Satan eingelassen haben, ne, verführt worden sind, sich auf Satan eingelassen haben und gegen den Herrn Jesus gekämpft haben im Himmel. Und dann wurden sie halt direkt wurden sie verworfen von Gott. Oder ist er kommen zu dir oder gehst du zu denen? Also gehst du hier, da ist eine Ortschaft, da ist eine Loge, gehst du rein und dann kannst du das alles machen oder suchen die dich aus. Oh, das auch gut. Die, auf dich, die hören das dann, ne, dass da einer ist, der eben bestimmte Talent hat oder eben für die Machenschaften der Loge, für Satan eben gut in Aktion treten kann. Und dann kommen die auf dich drauf. Weil die Dämonen sind ja stationiert und beobachten die Menschen und wissen ganz genau, okay, den können wir gut für den Meister benutzen. Bruder Reza, kann ich ganz kurz ein Video zeigen? Ja. Vielleicht kannst du auch was dazu sagen. Dieses Video habe ich auch mal
gesehen. Das ist auch sehr brutal. Einfach aus dem Nix. Pass mal auf. It's always a lot of fun. Let's get started. Ja. The show cut to black. Was mit der? Was da passiert? Ja, ihre Programmierung bricht zusammen auch. Manchmal brechen die Programmierung zusammen mit Verlauf der Kamera. Weil eine hat mal auch gesagt, Satan, helf mir auf der Bühne. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Ja. Die hat auch gesagt, Satan, helf mir, mir geht's nicht gut. Irgendwas passiert gerade mit mir. Und dann auf einmal, ja, sind die so weggekippt. Ja. Ich habe das Video jetzt gefunden von Conor McGregor. Das ist aber nicht mehr auf YouTube. Auf YouTube haben sie es komplett runtergenommen. Das ist jetzt auf der Privatseite. Warte, ich gucke hier den Link. Da kannst du verstehen. Aha, Bruder Reza groß. Soll ich dich groß machen, Reza? Ja, Sekunde. Da reicht jemand. Wo bist du denn da? So, und zwar ist das die. Welche Minute ist das denn jetzt nochmal? Dritte Minute. Bruder Danny. Ich hab dir jetzt den Link geschickt, Bruder Dennis. Ja. Bruder Danny. Ja. Danke, dass ich rauf durfte. Ich bin weiterhin im Chat. Daher segne euch alle. Gott segne euch und mehr Weisheit, dass ihr schon habt. Amen. Du hast mir das Video geschickt. Ja, genau. Ungefähr ab der Minute 3 oder so. Ne? Da ist er in einem blauen Anzug, der Conor McGregor. Und dann übertreibt er so ein bisschen, ne? Und dann kommen diese Mind-Control-Handler von ihm und geben dann dieses Code. Und der geht sofort in diese Mind-Control-Programmierung und wird so ein Roboter und bewegt sich nicht mehr. Miau, miau, miau. Hallo? Dämon hast du in dir? Ja, hi. Was war denn das jetzt? Moment, ich hole mal mein Handy. Warte, Bruder Reza. Ja. Hey, it's Leo, was los? Was liegt auf den Herzen, dass du Miau-Geräusche machst? Schäm dich nicht, du kannst ruhig reden. Ja, da geht er wieder. Da sind Menschen unterwegs. Das ist eine kurze Geräusche. Ah, was ist das? Ist das ein Mensch? Halb vier oder was? Er identifiziert sich als Karl. Bruder Reza, kennst du das Video, wo diese LGBTQ-Leute da sind und dann bellt so ein, ich weiß nicht, so ein Etwas, dann bellt es einfach ganz halt in der Kamera rein. Kennst du das? Ja, ja, ich habe sogar ein krankes Video gesehen, wo so eine Frau auch von dieser Bewegung, so auf der Wiese, und dann meinte die, ja, ich bin jetzt auf der Wiese und dann war ich jetzt auf der Wiese und dann kamen so Mücken. Und dann habe ich mich von denen stechen lassen. Das war so erotisch. Der will sie in mein Blut gesaugt haben, diese Mücke. Ich habe es so genossen. Das war so, ich und diese Mücke waren eins in dem Moment. Das war so erotisch, wie der in mir war, also mit dem Rüssel. Und mein Blut gesaugt hat und so. Ne? Oh. Boah, sind die besessen. Ja, nein, man muss schon den Zustand der Gehirne der Menschen auf dieser Erde schon ganz normal wiedergeben. Ich muss ein Video machen gegen sowas. Ja, wie kommt man aus dem Mücke? Das ist 2023, ne? Na, alles andere ist ja schon langweilig. Alles andere haben wir schon gehabt. Die Menschheit. Well, here's what's gonna happen.
Ja, guter Reza, du kennst einfach das Gefühl, ich werde mich nicht auseinander. Ich mach das jetzt an. Ja, genau. Jetzt spul mal vor, bis ungefähr minus neun Minuten. Okay. Ja, genau, da, ja, genau. Jetzt fängt es an. Genau, mit dem Clap. The clap and the head snap. Clap and head snap. That's what takes him out of his hypnotic trance. Once we get the option. All right, well, here's what's going to happen. Jose Aldo and Connor are going to take right to the center of the ring. So the question is, who's going to strike first? If I am your opponent, what do you do? Anyways, attack the body and attack the knee is real quick. I can parry that, take that knee in. If it's a lazy low hand like that, I can take it down Bruce Lee style. I can hit the ribs. We know we have strong ribs as well. Pass auf jetzt. Okay, so here you have. Guck mal, mit was für einer Bewegung, mit was für einem Handzeichen, der auf ihn drauf geht. What he's doing is storing up a classic hand gesture to induct a hypnotic trance. You'll see he's going to induct melting. After the hand gesture is given, right, this classic example of a mind control induction symbol, I want you to notice, look at McGregor, look at his demeanor change, like he snaps into some other personality. Here you see Bill Clinton. This is a hypnotic induction for a mind-controlled slave. Hypnotically inducts them. Jetzt pass auf, wie McGregor auf einmal in so eine Roboter-Ding jetzt reingeht. Der wird so ein Roboter. Guck mal, wie der da steht. Guck mal. Der ist komplett weg vom Fenster. Der ist wie so ein Roboter, steht der jetzt da. Okay, so here is melting I was talking about. This is the hypnotic trance that hand gesture put him in. Bruder Lisa, weißt du, was mich das erinnert? Hör mal kurz stopp, Bruder Danny. Erinner dich mal an die Grundschulzeit. Da kommt die Grundschullehrerin, da macht die so, alle ruhig bleiben. Und da macht die einfach, die sagt nicht alle ruhig bleiben, die macht dieses Zeichen. Die nennt das so dieses Guckzeichen, aber sieht aus wie das Zeichen. Und alle müssen ruhig bleiben. Ja, genau. Warte mal bitte, Pablos. Guck mal, Eminem, wie der weggedonnert wird. Ja. Der ist wie so ein Roboter, der ist gar nicht mehr anwesend. Der McGregor ist jetzt komplett Roboter. So, und dann kommt er wieder raus. Screen closely and watch for that head snap. That's what we're going to find out. Are you going to take the fight to him or are you going to let him bring it to you? As soon as the bell rings, I'm going to go charging forward, open palm, and then stuff fly, break him down stuff by stuff. Now, you seem pretty curious. Why don't you try taking the fight to Connor? Why don't we do that? I feel like you've been sizing him up. Yeah, let's go. I feel like you've been eyeballing him a little bit. That was quick. Did you make the 30 seconds you were talking about? Okay. Bond. He never forget. So I'm staring at the camera. It's hard to tell with the glasses. How was your... Okay, next clip, you're gonna see das ist so krank, ne? Das ist wirklich krank. Ja, ne? Also wie bei einer Schule, diese Schweigefuchsgeste, ne? Da machen die auch die Zeichen und die wollen Kinder damit manipulieren. Ich weiß nicht, wieso die Lehrerin, ich erinnere mich so an die Grundschule, wie die das so gemacht hat. Die hat nicht, die hat kein Wort gesagt, die hat das einfach so gemacht und dann werden die Kinder alle ruhig. Ja, das ist Unterbewusstsein manipulieren. Man muss ja die Menschen dann kontrollieren. Psychologie, ja, und dämonisch und so weiter, da macht man das halt, ne?
Bei Kindern fangen die gerne an, Kindesalter, und so kann man die Menschen besser kontrollieren. Deswegen siehst du auch, dass die Grundschulen immer schlimmer werden, weil die in Kindesalter gewisse Sünden den Kindern reintrichtern möchten, damit sie in diese Sünden bleiben. Das Schulsystem ist von der Regierung gegeben, nicht selbst von Lehrer selbst bestimmt. Da hast du gar keine Kontrolle drauf. Und ja, dann sieht man es. Kinder kann man sehr leicht manipulieren, das ist es. Ich weiß noch, wie die Direktorin in meine Grundschule damals reinkam, und es war Religionsunterricht. Ich kam rein, die Direktorin der ganzen Schule. Die kommt einfach rein, um nur zu sagen, den ganzen Kindern zu sagen, es gibt keinen Gott. Gott kann man nicht sehen, deswegen gibt es keinen Gott. Dann geht sie wieder. Und ich, was ist mit der los? Die kommt einfach in Religionsunterricht rein und sagt, es gibt keinen Gott, und dann geht sie. Ich habe, was stimmt mit der denn nicht? Ja, das ist schon heftig. Der Narr spricht in sein Herz, es gibt keinen Gott. Ehrlich, die kam so rein. Hallo, ich hatte Religionsunterricht, aber wir haben nie wirklich über den Herrn und dass er Gott ist gesprochen. Wir hatten katholischen Religionsunterricht. Von der ersten Klasse an bis zur, ich meinte, sogar zu der Ausbildung hatte ich auch. Ja, die Ausbildung erinnere ich mich auch. Da war so ein Pastor. Es gibt keine Dämonen. Ich war laberst du. Also es gibt keine Dämonen. Da habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, ne? Mich damit zu beschäftigen, die Zeit noch. Ja, und dann, der hat mir auch eine 1 gegeben, weil er gemerkt hat, ich habe ja mehr Ahnung als die anderen. Na, aber der sagt einfach ins Gesicht, es gibt keine Dämonen und ich bin Priester. Ich war, was ein Priester du bist, ey. Wahnsinn. Ich habe ein Video gemacht, ja. Wallah, ich hab solche Video. Leute haben dann Theologie-Studium. Dann gibt es ja gewisse Leute, ja, du musst Theologie studieren, damit du die Bibel verstehst. Ja. Das, komischerweise ist da immer einer, der ein Ungläubiger ist, der bringt dir den Bibelstudium bei und dann noch... die ausgebildet sind, das sind dann alles so Ungläubige geworden. Und bringen dann die anderen Kinder bei, wie es Religionsunterricht funktioniert. So, solche Menschen, ey, kann man nicht mehr helfen. Ehrlich. Aber da kann man nichts machen, meine Lieben. Ihr müsst nur die Bibel lesen. Haltet einfach fest. Lasst euch nicht interessieren, was die anderen Menschen sagen. Das soll vollkommen egal sein. Habt eure Bibel in der Hand. Lest die Bibel, beschäftigt euch damit, nehmt den Herrn Jesus an. Das war's. Wenn die Menschen euch auslachen, wenn die euch unterdrücken und weitermachen. Einfach weitermachen. Es steht geschrieben, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Es steht doch geschrieben, wenn die Welt euch hasst, so vergisst nicht, mich hat sie zuerst gehasst. Deswegen, meine Lieben, nehmt jeden Schmerz auf euch für den Herrn Jesus. Macht einfach weiter. Bald sind die Augen zu oder wir sind schon entrückt. Dann sind wir bei mir. Was Schöneres gibt es gar nicht. Bald, wenn wir doch im Paradies sind, wir werden gar nicht mal an die Welt denken. So viel Verführung hier. Das ist alles vergänglich, alles. Leute, möchte da vielleicht jemand noch hochkommen? Hat jemand noch eine Frage? Habe heute das Neue Testament fertig gelesen, Jakobus bis Offenbarung. Stundenlang. Stark. Ja, ich, ja, bei meiner Familie. Ja, kommt hoch, ne, wenn ihr Fragen habt. Also, ihr müsst ja, es sollen ja keine Anfragen geschickt werden von denen, welchen die Debatten wollen. Können ja auch die Brüder und Schwester Anfragen schicken, die normale Fragen haben. Na, da könnt, egal, Schwester, Bruder, hochkommen, Fragen stellen, so Gott will, können wir drauf antworten. Gib mir 5 Minuten. Du musst dich hübsch machen. Nochmal hübsch machen hier. Kennt ihr das Interview mit Raf Komora, wo er dann zugibt, dass er seine Seele verkauft hat?
Na, kenn ich. Gib das mal ein, Raff Camora, der packt. Ja. Ach, da möchte jemand hoch. Na gut, das sehen wir. Ja. Ja, genau, mit den Raben. Ja. Ja, hast du eine Frage? Hört ihr mich? Ich bin mit Kopfhörern, ich darf nicht so laut reden hier. Ja. Aber meine Kinder schlafen. Ah, und zwar, ich hätte eine Frage. Und zwar bei. Also dieses Thema ist eigentlich schon sehr interessant mit diesen Satanisten und so. Also ich bin selber Christ, so nebenbei gesagt. Und ich frage mich aber, wie es ist, wie man so da reinkommt. Muss man schon so ein Talent haben? Oder also, dass man erfolgreich wird, meine ich? Oder wie ist es? Oder kriegt man dann ein Talent? Erklär du das, Pablos. Also es ist so, es gibt unterschiedlich. Ich habe schon selber gehört, wie jetzt bei DSDS zum Beispiel, ja, beispielsweise die Tabulen hatte Pietro Lombardi komplett selbst ausgewählt. Dann kann man schon einen gewissen Voraussetzung des Talentes haben. Aber wenn man unter dämonischen Einfluss ist, hast du natürlich einen deutlich besseren Talent. Das ist viel stärker gefördert, besser als die anderen. Es gibt auch Interviews, da machen die Töne. Die kannst du gar nicht menschlich schaffen. Das schaffen die durch dämonischen Einfluss. Also sagen wir so einen gewissen Vortalent nehmen die schon welche raus. Aber es gibt auch welche mit ohne Talent. Es gibt unterschiedliche. Du kannst auch ein No-Name sein. Du kannst auch ein normaler Lehrer sein, ein normaler Polizist sein. Du kannst ein normaler Hausmeister, was weiß ich alles sein. Und die brauchen dich dann zum Mittel und Zweck. Es gibt verschiedene Stufen in der Freimaurerei. Lehrling, Geselle, Meister. Dann noch die höheren Stufen wie Großmeister und dann 33. Grad. Und dann gibt es die, die kannst du gar nicht erreichen, außer du bist eine Adelsfamilie. 34, 35, 36. Grad. Das können nur Leute mit höheren, also wie Rockefeller und so weiter. Diese Leute. Es gibt verschiedene Arten. Kann ich dir ganz kurz was sagen dazu? Also ich wollte nur was dir unter die Hand greifen, Pablos, ja? Ja. Es ist auch so, du musst so verstehen. Diese Leute werden eingeladen. Also entweder bist du da in der Hierarchie hineingeboren, du kommst aus einer Freimaurerfamilie, ja, und bist da in der Hierarchie hineingeboren und hast seit klein auf an, seitdem du ein Kind bist, machst du mit diese Rituale, oder du wärst sozusagen angesprochen von solchen sogenannten Leuten in Anzügen. Darüber, da habe ich ja auch ein Video von Issa Baydam oder von anderen, die kommen denn zu dir und treffen sich mit dir. Und dann sozusagen musst du auch einen ersten Test bestehen. Bestehst du diesen ersten Test nicht, bist du uninteressant, weil du musst diese Hemmung haben, dass du zu allem bereit bist. Das sagen wir mal als Beispiel, du sitzt da jetzt mit Leuten in Anzug und die sagen dann einfach mal aus nix, ja, dann trinken sie doch mal einmal bitte das Glas Blut da bitte. Und wenn du dann das machst, dann sehen die, ah, okay. Dann gibst du Vorstufen. Und wenn du das dann nicht machst, dann werden die sagen, ja, das war gut, dann werden sie sich auch nie wieder bei dir melden. So, ne? Also hat man dann keinen Erfolg mehr? Du hast keinen Erfolg mehr, du kriegst keinen Erfolg mehr, weil der Satan gibt dir den Erfolg. Es ist der Dämon, der in dir drin ist, der gibt dir diesen Erfolg, der gibt dir diese Power, diesen Talent. Bruder Danny, richtig Erfolg kriegt man eh, wenn man erst erleuchtet ist, wenn man schon einen gewissen Grad hat. Davor, die unteren Grade, da, das ist gar nichts. Da kann man auch weggehen, wieder noch. Deswegen kann man ja denen das, die einfach so wegstoßen und sagen, kommt ja, aber kann auf nichts erzählen. Dein Talent an. Warte, Seifu, es kommt immer auf dein Talent an, weißt du, es kommt darauf an, du kannst schnell aufsteigen, ne? Oder das dauert halt lange, ne? Es kommt immer darauf an, wie du dich vermarktest, ne? Wie viel Geld nimmst du ein? Ne? Du musst Familie bist du auch hineingeboren? Natürlich. Du musst aber bereit sein, auch gewisse Rituale zu machen, wenn du die nicht machen möchtest. Die Rituale werden ja von Mal zu Mal ekelhaft und heftiger, weißt du? Und TikTok-sportlich. Ja, ja, und das musst du ja bereit sein, die zu machen. Und wenn du nicht bereit bist, ja, wir haben doch schon mit 31. Grad geredet. Hier in unser Stream waren doch schon 31. Grad Freimaurer. Da waren schon einige.
Da warst du ja auch dabei. Bei mir war einer, der hat behauptet, aber ich glaube ihm nicht, der behauptet, er ist seit 33. Grad. Nein. Der sowas kommt hier nicht. Der war, Bruder Reza war dabei. Nein. Der hat aber eine Menge Ahnung gehabt in dem Bereich. Es ist schon heftig, dass überhaupt ein 31. Grad hier reinkommt, aber 33. Grad, nein, Bruder Pablos, da darfst du dich nicht verarschen lassen. Das sind Lügner. Das sind alles Lügner und die sagen das auch nicht. Wir hatten ja schon 29, ich glaube, von Grad Geselle, ne, also blaue Loge bis rote Loge war schon bei uns hier in den Streams drin. Die blaue Erklär mal blaue und rote Logen. Ja, die blauen, das sind die, die einfach überhaupt gar keine Ahnung haben von diesen Ritualen. Das sind einfach diese Leute, die unten sind. Und da hat auch mal dieser eine, ich will den Namen jetzt nicht sagen, sonst wird das wieder gesperrt. Der hat gesagt, das sind die, die unseren Müll wegbringen, diese Freimaurer. Das ist der, so TikTok-sportlich, der Dreck unter unseren Füßen. Das muss ich mal geben, sagt der unter die Freimaurer. Also, das sind die, die nix raffen. Und die rote Loge, das sind die, die erleuchtet sind. Das sind die Involvierten, die Eingeweihten, die ihre Seele verkauft haben. Deswegen die blaue und rote Loge, das ist eine getrennte Loge. Ja. Können die Leute aus der blauen Loge noch errettet werden, weil die zu weit unten sind? Werden, aber es ist gefährlich, dass die aussteigen. Es ist auf jeden Fall, da können auch einige... Die wollen den ja schon umbringen, deswegen. Aber ich meine nur, wir nehmen jetzt beispielsweise den Herrn an, aber dann werden die umgebracht, weil die plaudern könnten und dann, ja. Ja, genau. Ja, also die zu viel wissen, die werden weggemacht. Die zu viel wissen und aussteigen oder so, die werden weggemacht. Die eine Gefahr darstellen, ja, ich wollte mal was zeigen ganz kurz hier. Guckt euch das mal an. Also hier sieht man auch nochmal ganz eindeutig, schaut euch das mal an. Zum Beispiel, das habe ich auch gerade gezeigt hier. Moment. Ach, die verändert sich da ein bisschen, gell, Bruder Danny? Hier, hör mal. I remember right before I performed, I raised my hands up and it was kind of the first time I felt something else come into. Hier, also hier hört ihr das doch ganz genau. Sie hebt ihre Hände hoch und spürte zum ersten Mal, dass etwas in mir hinein, also sie, es geht was in ihr hinein. Und das sind diese Dämonen, die ihr denn Kraft, Power, Erfolg, Intelligenz, dass sie auch diese ganzen Texte, dass sie auch diese dass sie auch gut singen kann. Das ist der Dämon. Es gibt ja unterschiedliche Dämonen. Ne? Der eine macht, der andere kann gut schauspielern, der eine kann gut singen, kämpfen. Ne? Und das ist immer unterschiedlich. Und so wie auch dein Erfolg, Dennis, und dein Fleiß. Ne? Der Dämon pusht dich und fördert dich dann auch. Was mit den Heiligen Geist? Hier sieht man noch diese Augen, diese Reptilienaugen, diese dämonisch besessenen Augen. Reptoliten sind nichts weiteres als Dämonen für die ganzen Zuschauer. Das sind nichts weiteres als Dämonen. Und hier sieht man diese Schlangenaugen. Hier, das ist auch dämonische Besessenheit. I ask him to leave, but he can't. He's here for a reason. Mama is a crazy boy who lives in me. And he says the things that I don't want to say. He was born, you know, just a few months ago. I think he was born out of rage. He was conceived in rage. He bashes everyone. He threatens to beat people. And he's violent. Yeah, listen, he's crazy. And he comes out when I have on orange hair. Ich schau mal ganz kurz vor, Leute. So, und jetzt passt auf. Das wird jetzt heftig, was ich euch zeige. Das Video lasse ich mal laufen. Hier, Vertrag mit dem Teufel. Und jetzt passt auf. Dieses Video... Dieses Musikvideo passt auch eindeutig dazu jetzt. Doch das französische Lied, gell, Bruder? Ja. Ja.
Ich spule mal vor. Mhm. Ja, und hier sehen wir dann auch schon Ruben kaputzen. Und hier sehen wir auch, die sind mit Ruben kaputzen und hier liegt auch was auf dem Altar. Seht ihr das? Hier, wie ein Mensch hier auf dem Altar liegt, weil sie tagtäglich Wochen, also die machen tagtäglich Menschenopferung mit Ruben kaputzen. TikTok sportlich, ja. Bruder Reza, bist du noch da? Ja, aber ich muss auch jetzt schon langsam runter wegen morgen Arbeit. Genau, das ja, war ich jetzt auch. Dieses hatte noch eine Frage. Also, ja, haben wir noch heute noch die Frage, dass wir Grüße antworten. Zusammen, Gottes Segen allen. Gottes Segen. Ich wollte mal was ansprechen, ja, gerade so das Thema. Habt ihr auch schon was gehört vom schwarzen Papst und grauen Papst und den Weißen? Ja, meinst du, Papst, aber ja, also, genau. Ich gehört, aber, so, dass, ja. Ja, die Jesuiten spielen eine ganz große Rolle, aber wie gesagt, die Jesuiten stehen dem Papst unter. Man sagt ja, dass der schwarze Papst eben der Chef der Jesuiten ist, und aber wie gesagt, sie unterstehen dann wiederum dem Papst. Und der Papst ist dann wieder unter diesen Illuminatenfamilien, ne? Der ist noch unter denen. Okay. Also was das ich, ist die Hierarchie. Ne? Naja, also was ich mitbekommen habe, eben der Name Pepe Orsini, ja, der graue Papst, der sei anscheinend der Allerhöchste, so, also der zieht die Feder und so. Nein, nein. Ja, innerhalb der katholischen Kirche vielleicht. Aber international okay. Nicht, nee. International okay. Sind halt diese Bankendynastien, die alles unter Kontrolle haben. Das heißt also, okay. Das sind die Rothschilds, die Warburgs, die Rockefellers, genau, Ölgeschäft. Mhm. Unsere okay. Diamantengeschäfte und Pharmaindustrie, Gold, Diamant, das sind die wirklich das Sagen haben, wo sie halt überall ihre Finger im Spiel haben, weil es ums Geld geht. Und über ihre Tochterfirmen haben sie dann halt überall in jedem Wirtschaftsbereich auch eben ihre Finger im Spiel und kontrollieren sie auch dann. Okay. Solche Riesenfirmen wie BlackRock und Vanguard. Da gibt es auch ein Video, wie der Papst den in die Hände küsst. Ja, genau. Weißt du, der Papst küsst den Lund die Hände. Gibt das mal. Also das ist. Ja. Das sind die Hände. Ich hab da auch ein Video gesehen, wo der Papst sich da so vor zwei älteren Frauen niedergebeugt hat und dann so richtig die Hände abknutscht. Ja, das sind Rothschild und Rockefeller-Familie, macht das Bruder. Ja, musst du dir mal vorstellen, der verbeugt sich von denen und knutscht so die Hände ab. Das ist, weil er ganz genau weiß, was das für Familien sind. Der ist unter denen. Ja. Mein Lieben, ich habe noch eine Frage. Ich warte schon so ein bisschen länger, wenn ich fragen darf, einmal. Noch ein Reza. Ja. Und zwar in dem Stream von, also erstmal Gottes Segen allen zusammen. Im Stream von Pavlos vorhin, ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging, auf jeden Fall endete dann das Thema, wo du dann meintest, natürlich würde der Satan niemals einem Wiedergeborenen sozusagen hohe Position geben. So. Das ist ja natürlich klar, laut Bibel wissen wir ja auch, dass der Satan Fürst dieser Welt ist. Und dann hat aber seit zwei Stunden bin ich am Rattern und überlege und überlege, weil schlussendlich natürlich der Herr Jesus ist natürlich immer noch über dem Satan und könnte jetzt... Und dann frage ich mich, warum gibt aber der Jesus nicht auch zum Beispiel, klar, er benutzt zum Beispiel Amir und dich, ihr habt eine große Reichweite, habt vielen Menschen rausgeholfen, aber anstatt, ich habe gerade zum Beispiel jetzt auf YouTube geguckt, 13 Millionen Aufrufe hat der Kanal, wieso hat er nicht 300 Millionen Aufrufe? Weißt du, wie ich meine? Das könnte der Herr das nicht auch so lenken, dass er möchte ja auch, dass viele gerettet werden, dass er noch eine höhere Reichweite bekommt, als Beispiel jetzt. Oder wo habe ich meinen Denkfehler? Nee, das ist richtig. Die Reichweite ist ja schon groß, aber dennoch ohne große monetärische Leistung erstmal, ne? Und zweitens wird er auch, wenn du etwas mehr Bekanntheit erreichst, wirst du auch lächerlich gemacht. Und du hast ja gesehen, dass zum Beispiel der Amir fast zweimal mit seinem Leben bezahlt hat.
für diese Rache. Mhm. Das heißt, ja, also der Herr segnet das, wenn du bereit bist, wenn du sehr mutig bist, und der Herr bringt dich ja auch da rein, dass du halt viel erreichen kannst, aber irgendwo auch wieder nicht, weil es könnte auch eine Gefahr sein für Amir zum Beispiel, dass er hochmütig wird, wenn er noch mehr bekommt. Ja. Und das, was er schon bekommen hat, das, was er schon bewegt hat durch den Herrn, ist da schon heftig genug. Mhm, aber du absolut siehst, ja, jemand, der schon so eine Reichweite hat, macht auch schon gut Kohle auf dieser Ebene. Es war jetzt nicht viel, aber dennoch. Ja, also die Reichweite ist schon okay, ist gut, aber jetzt nicht so viel wie die Großen. Mhm. Ja. Trotzdem ist der Amir, also auch mit unserem Kanal da auf Ex-Muslime klären auf TV, einer der größten Evangelisten Europas, also auch von der Abonnentenzahl etc. Davor ist noch, glaube ich, dieser Ehelehrer, eben der MCMN als Reporter, glaube ich, der hat noch mehr, der hat fast 100.000 Abonnenten auf YouTube, glaube ich. Ja. Aber mehr ist es auch nicht. Mehr erlaubt der Herr auch nicht. Auch aus dem einfachen Grund vielleicht, damit er eben Amir schützt, ne, vor Hochmut. Ja, ja, kann gut sein. Ja, super, vielen Dank. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, wenn dann weitere keine Fragen sind, dann wird auch der Stream beendet jetzt. Aber da ist noch einer. Ja. Der wollte noch mal ganz kurz hoch. Ja, dann noch einmal. Noch was fragen. Wollen wir noch was sagen? Ja? Dennis? Ja. Kennt ihr Cesar Borgia? Also habt ihr schon mal was gehört von Cesar Borgia? Nee. Ihr kennt ja dieses Bild vom quasi Jesus, oder dort, wo er das Herz, das so mit Feuer ist, also mit der linken Hand so ja, 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 nach unten ja, ja, hält und dann so die drei Finger nach oben, oder? Ja, 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 ja. Die haben ja das Bild vom anscheinend von diesem Feldherr, ja, also von der Familie Jesuiten. Sein Name ist eben Cesar Borgia. Und der sieht da sehr ähnlich aus, oder? Und den haben sie anscheinend so als Bild genommen, ja, von Jesus. Habt ihr auch schon mal was gehört von dem, oder? Nee, aber man weiß ja, ne, die ganzen Jesusbilder sind ja satanisch, ne? Das ist, genau, genau. Das ist nicht der Herr Jesus Christus, sondern eben, der Satan, eben, der war vom Meter. Durch solche Götzen eben den Herrn Jesus nachahmt und sich da dahinter versteckt, hinter solchen Götzenbildern. Ja, ja, ja. Ich habe mal gegoogelt, ja, den Namen, den Cesar Borgia, und der sieht wirklich genau gleich aus, also wirklich so wie das Bild von Jesus. Ja, und dann, ja, ich muss mal kurz gucken. Ja, also Cesar mit sehr normal Borgia. Ja. Ja. Ja, das war mal alles zu dem Thema. Ihr habt ja wirklich schon vieles angesprochen, eben mit Beyoncé und alles drum und dran und so. Wirklich ganz große Arbeit, also wirklich großen Lob an dir, Dennis, ja? Gell? Ja, alle Ehre den Herrn, ne? Auf jeden Fall, ja. Und auch dir, Res, auch. Danke für alles, ja. Ich gehe mal unter, ja. Danke dem Herrn, alle Ehre dem Herrn. Auf jeden Fall, ja. Gottes Segen und bleibt immer gesund, ja. Gottes Segen. Hat noch jemand noch eine Frage? Dann will ich den Stream beenden, weil ich wollte noch ein bisschen Bibel lesen. Ja, ich habe nur noch eine allerletzte Frage. Ja. Ich bin auch relativ neu im Glauben und ich weiß auch nicht, ob ich alles richtig mache. Deswegen bin ich immer froh. Also mein Mann ist auch Christ und der hat mir auch schon vieles gesagt, aber ich frage mich immer wieder, dieses Thema Predigen als Frau, das sagt mir immer jeder was anderes und ich wollte einfach mal wissen, was ihr dazu sagt, jetzt wenn eine Frau auf TikTok jetzt, sagen wir mal, da gibt es ja Unterschiede, wenn sie jetzt einfach nur über das Evangelium spricht, ist das schon Predigen oder ist das einfach nur, ja, Kundgebung. Also eine Frau darf ja nicht das Wort Gottes predigen, zu lehren und so weiter. Das ist schon Sünde.
Das heißt also, sie greift da in eine Domäne rein, die eigentlich nur den Brüdern belassen ist, weil eben Gott nicht möchte, dass die Frauen dominant werden und vermännlichen. Die Frau soll der Frau bleiben und der Mann soll ein Mann bleiben. Nur was der Satan eben mit der Welt gemacht hat, eben, dass er die weiche, von Natur aus weiche Frau zu einem dominanten Mann gemacht hat. Und von Natur aus dominanten Mann, männlich, von Natur aus, von Herrn so gemacht, eben der Satan den Mann verweichlicht und verweiblicht hat. Und das soll ja eben bei den Christen nicht so sein. Ja, die männlichen wiedergeborenen Christen sollen eben ihre Aufgabe als Männer wahrnehmen, verantwortungsbewusst, führend, dominant, aber immer in der Liebe und im Heiligen Geist dominant, nicht aus dem Fleisch dominant. Und die Frauen eben genauso. Das Fleisch gekreuzigt und eben weich, weiblich, liebevoll, untergeordnet und devot, so wie die Natur eine Frau auch ist. Und deswegen hat der Herr eben dieses Lehren, was ja eine dominante Tätigkeit ist, ne, so wie der Christus uns lehrt, der Bräutigam, der Herr, und die Braut, wir, die, seine Braut, eben uns unterordnen, ihm gegenüber. So soll eben die Frauen eben nicht lehren, sondern von ihren Männern gelehrt werden. Aber natürlich, eine Frau, die jetzt eben auf TikTok Zeugnis abgeben möchte, eine Schwester, was der Herr ihr Gutes getan hat, das darf sie. Das soll sie auch. Ja? Okay, also das ist genau das, was ich mich einfach gefragt habe und ich verstehe das auch. Ja. Und danke, dass du mir deine Antwort gegeben hast, weil ich habe mich das echt schon die ganze Zeit gefragt, ob das richtig ist und deswegen, also ich will das auch gar nicht machen. Ich wollte einfach nur wissen, ob das korrekt ist, wenn man es dann tut, also auf TikTok einfach über das Evangelium spricht als Frau. Deswegen folge ich auch, ehrlich gesagt, ich höre mir gern Amir an, ich höre mir gern den Bruder Dennis an, also eigentlich eher Männer. Und ich wollte halt nur wissen, ist es Predigen oder ist es einfach dann bloß ein Zeugnis abgeben? Zeugnis abgeben ist eigentlich ja dann eher eine Erfahrung, oder? Genau. Was der Herr Jesus dir Gutes getan hat, wie du zum Herrn gekommen bist, wie der Herr dich gefunden hat, etc. pp. Ne? Aber nicht anfangen, jetzt da die Bibel zu lehren. Ja, nee, das würde ich jetzt persönlich auch gar nicht machen wollen, aber danke. Das war eigentlich echt eine wichtige Frage, die ging mir heute den ganzen Tag durch den Kopf und wie gesagt, ich habe da so verschiedene Antworten bekommen, aber ja, danke, Risa. Dankeschön. Ja, bitte nicht so lange. Alles Gute, Gottes Segen. Danke. Alles Gute, Gottes Segen dir. Okay. So, ihr Lieben, ich würde mal sagen, ich mache jetzt Schluss. So, dann wünsche ich euch eine auch gute Nacht und gesegnete Nacht. Ja, euch allen. Ich auch. Genau, den Herrn Jesus anbefohlen. Ja, dann wünsche ich auch einen gottesreichen Segen. Gute Nacht. Alle, die ich möchte noch ein paar letzte Worte sagen. Genau, alle, die hier drin sind und nicht von neuem geboren sind, wenn die noch nicht im Herrn Jesus Christus sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, bitte ich euch, das lasst euch versöhnen mit Gott. Heute noch, bevor ihr noch schlafen legt, weil wir wissen nicht, wie lange ihr noch habt. Es kann morgen schon zu spät sein, dass ihr nicht mehr aufwacht. Deswegen heute noch, dass ihr im Gebet zum Herrn Jesus kommt, ihn darum bittet, euch eure Sünden zu vergeben, was ihr getan habt in eurem Leben, dass euch reinwäscht und euch erneuert und dann ab morgen schon wiedergeboren seid und dem Herrn Jesus nachfolgt und die Welt hinter euch lasst. Das wünsche ich euch, jeden von euch, der jetzt nicht beim Herrn ist. Okay, ihr Lieben, dann Gottes Segen. Gottes Segen. Dann sehen wir uns, so Gott will, und wir leben morgen. Ciao. Ciao, ciao.